Mein Name ist Werner Ilsinger, ich bin der Präsident der Digital Society und als solcher kein Spezialist für Elektromobilität. Ich habe aber die Ehre, am Montag im Rahmen des Internet Governance Forums eine Arbeitsgruppe zum Thema Sicherheit und Freiheitsrechte in der Mobilität zu moderieren, und damit habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen müssen, und ich habe das gleich genutzt, es in diesen Vortrag zu packen. Ein paar Worte vielleicht noch zur Digital Society. Uns gibt es jetzt seit circa 2 Jahren, so seit 1,5 Jahren ungefähr ein bisschen aktiver. Wir haben dann, ich glaube, März oder so vorigen Jahres diese Räumlichkeiten bekommen und die als sozusagen unser Vereinslokal adaptiert. Und unsere Idee von der Digital Society ist, dass wir versuchen, im Grunde genommen an den sozialen Auswirkungen der Digitalisierung zu arbeiten und dabei zu versuchen, einmal außer Acht zu lassen, dass es Firmen und Private gibt und die irgendwie immer so ein bisschen, wenn man es in der österreichischen Politik sieht, gegeneinander im Schützengraben sitzen und versuchen, sich auch nichts zuzugestehen. Also wir glauben, in einer digitalisierten Welt sollten eigentlich beide Seiten davon profitieren, und die Frage ist nur, wie kriegen wir das am gescheitersten zusammen, und was wir sollten am gescheitersten tun, damit uns diese Zukunft, die auf uns oder in der wir ja mittendrin stecken, indem wir die positiv nutzen können und die in Wirklichkeit der gesamten Gesellschaft hilft. Weil natürlich wird es Auswirkungen davon geben, und gerade in der Mobilität werden wir auch ein paar Dinge diskutieren, die gravierende Auswirkungen haben werden. Und die Frage ist, wie können wir unsere Gesellschaft dazu auch aufstellen und was brauchen wir, damit das auch funktioniert. Der eine Kollege hat gemeint, dass auf einmal die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit das in Österreich überhaupt möglich ist. Auch das sind natürlich Themenbereiche, wo wir sagen, was müsste man eigentlich tun, damit man. Oder irgendwer müssert mal. Also falls euch etwas einfällt im Zuge der Diskussion, wo man sagt, da müssert man was tun, dort gibt es ein Whiteboard. Es sind eh nur Whiteboard-Stifte da, also es kann keine Flipchart-Stifte erwischt werden dort drüben. Einfach auf die Tafel schreiben, und wir können uns danach überlegen, wie man von dem, da müssert einer was tun, zum echten, da könnte man was tun kommen und wir gemeinsam auch was machen. Und als das sehen wir die Digital Society auch. Digitalks ist ein Format, das sich jetzt eher mit den Auswirkungen sozusagen auf den Otto-Normalverbraucher beschäftigt. Gibt es einmal im Monat. Es gibt auch noch ein zweites Veranstaltungsformat, das ist das Business Network. Das beschäftigt sich eher mit den Auswirkungen auf Unternehmen. Und wir haben also damit 2 regelmäßige Veranstaltungen im Monat, die hier in den Räumlichkeiten stattfinden, und wir nehmen eben auch an anderen Veranstaltungen regelmäßig teil. Wenn Sie auf die Digital Society Homepage gehen, dann sehen Sie dort eine ganze Reihe von Veranstaltungen, und wir nehmen dann halt auch mit Sprechern, Moderatoren oder wie auch immer bei anderen Veranstaltungen teil, und es gibt dann auch Links auf der Homepage zu diesen Veranstaltungen, natürlich alle im Bereich der Digitalisierung. Ich habe begonnen, und wir haben es auch jetzt als erstes Schlagwort gehört, mit dem Themenbereich der Elektromobilität, weil das momentan so ein bisschen in aller Munde ist. Und wir haben auch von Ihnen gerade gehört, also Sie vermieten Teslas, hätte ich mitgenommen, ist natürlich auch einer der großen Namen, die wir hier immer hören. Und wenn wir in das Thema hineinschauen, dann sehen wir, dass Tesla da einen sehr, sehr großen Vorsprung sich gegenüber den etablierten Automobilunternehmen im Bereich der Elektromobilität erarbeitet hat. Aus meiner Sicht, die Autos schauen gut aus, kann man nichts sagen. Wenn man es vergleicht gegen die Google-Autos, die man auch als selbstfahrende Autos zuerst gesehen hat, dann schaut das aus wie ein Auto. Man kann sich vorstellen, dass man da sehr bequem drinnen sitzt, und es macht was her. Also das haben sie einmal gut hinbracht. Und die Frage ist nur, wie hat das Tesla schaffen können? Und das, was man schon sagen muss, ist, dass die Tesla in dem Bereich natürlich extrem viel in Forschung und Entwicklung investiert. Und das Verhältnis zwischen dem Firmeninvestment, das man setzt, und dem Umsatz ist also ein relativ hohes.
Das heißt, verhältnismäßig zum Umsatz investiert Tesla sehr viel in den Bereich der Forschung, verglichen mit den herkömmlichen Fahrzeugherstellern. Zweites Thema natürlich auch Reservierungen. Wir haben gehört, vor kurzem Model 3 ist auf den Markt gekommen, wird jetzt auch schon ausgeliefert. Es gibt eine riesige Anzahl von Vorbestellungen da drinnen und wenn man sich anschaut, die Verkäufe der letzten Jahre, dann ist das durchaus ein Sprung, der da drinnen ist, natürlich mit diesen Vorbestellungen. Wir hören momentan ein bisschen, dass man hinterherhinkt und kämpft mit der Abarbeitung dieser Bestellungen, also im Bereich der Fabrik. Im Bereich sozusagen der Fertigung scheint es da noch ein bisschen Aufholbedarf zu geben. Aber wie gesagt, also die Zahlen sind natürlich sehr, sehr beeindruckend. Man muss aber dann natürlich auch wiederum ins Verhältnis setzen zu dem, wo sozusagen die anderen Fahrzeughersteller stehen. Und wenn man sich die quasi Verkäufe anschaut in Zeitraum Jänner bis Juni, dann ist das natürlich ein kleiner Teil von den anderen Fahrzeugherstellern. Und da, wenn man sagt, okay, Porsche ist ein ziemlicher Nischenmarkt, dann ist es ungefähr die Hälfte der Fahrzeuge, die Porsche ausgeliefert hat, hat Tesla bis jetzt sozusagen in diesem Zeitraum, im Vergleichszeitraum, ausgeliefert. Das, die Dinge muss man natürlich schon noch ein bisschen in Relation setzen. Aber was man eben sagen kann, ist, dass Tesla besonders innovativ ist im Gegensatz zu den anderen Herstellern. Und daher ist es natürlich klar, dass sie da sehr, sehr viel tut. Ein paar Dinge, die in vielen Ländern vertreten ist oder in vielen Ländern noch nicht. In vielen Ländern noch nicht vertreten ist und auch die Märkte unterschiedlich sind, muss man auch dazu sagen, weil zum Beispiel in Amerika die Elektromobilität stärker ist, wo sie ganz besonders stark ist, ist zum Beispiel China. Weil in China die Neuzulassungen quasi, also ich kann kaum in China konventionelle Fahrzeuge neu zulassen, weil ich sozusagen nur dann, wenn ich keinen Schadstoffausstoß habe, Neuzulassungen genehmigt bekomme. Und damit hat China natürlich einen besonderen Incentive geschaffen, dass dort heute irrsinnig viele Elektrofahrzeuge gibt im Vergleich. Und wie gesagt, die Märkte sind natürlich auch dahingehend extrem unterschiedlich. Aber wie gesagt, die Zahlen sind natürlich dort sehr beeindruckend. Und man muss dazu auch sagen, dass natürlich die Thematik, und das haben wir in den letzten Monaten sehr, sehr stark miterlebt, von gerade dem führenden Autohersteller, der da drauf ist, mit dem Dieselskandal, natürlich sehr, sehr viel bewegt hat, dass man sich überlegt, welche Alternativen gäbe es. Und Elektromobilität ist natürlich etwas, was sofort in den Hinterkopf kommt, wenn man sagt, naja gut, Diesel schlecht. Die haben uns alle angelogen, die haben bei den Prüfständen gemogelt. Das Auto merkt, wenn es am Prüfstand steht und produziert ganz andere Abgaswerte, als wenn es auf der Straße unterwegs ist, und die haben uns jetzt alle belogen. Das ist natürlich auch ein Auslöser dafür, dass jetzt plötzlich die Diskussion um die Elektromobilität im letzten Jahr dramatisch auch verlagert hat in die Richtung, dass man gesagt hat, naja, was gibt es für Alternativen? Und Tesla kann das ja schon, kennt man da nicht vielleicht mehr tun in die Richtung. Also ich glaube, dass das zwei Dinge, also erstens auch sehr, sehr gutes Marketing von Tesla auf der einen Seite, von der Positionierung her, und zweitens einmal eben die Glaubwürdigkeitsverlust in die traditionellen Autohersteller da zusammengekommen sind. Wobei, wenn man es quasi mal betrachtet, ein bisschen mit einer Distanz, dann muss man sagen, ja, Elektroauto ist eine coole Sache, aber es gibt natürlich auch Kritikbereiche, und ich habe das jetzt einmal als offene Themenbereiche hineingegeben, wo einer der Themenbereiche, die natürlich diskutiert werden, Umweltbilanz sind. Also die Frage ist, okay, ich tanke jetzt fossile Brennstoffe in ein normales Fahrzeug und ich fahre damit und das produziert natürlich Abgase. Aber die Frage ist, um wie viel mehr quasi Umweltbelastung generiere ich durch die Erzeugung eines Elektrofahrzeuges. Und beim Elektrofahrzeug ist das große Thema einmal die Produktion von den Akkus. Weil Akkuproduktion ist erstens sehr energieaufwendig, und zweitens einmal durchaus auch umweltbelastend. Das zweite Thema, was man sich natürlich überlegen muss, ist, woher kommt der Strom?
Weil Tesla hat auch ein Angebot dafür. Ich produziere mir nämlich selber über zukünftig Dachschindeln, die man in Österreich leider noch nicht kriegt. Aber ich kann dann sozusagen mein Eigenheim mit Dachschindeln ausstatten und produziere mir meine Energie selbst. Damit ist das natürlich was Positives da drinnen. Aber wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, in Amerika lebe und der Strom im größten Teil aus Atomkraftwerken kommt oder anderen Dingen, muss man sich halt fragen, passt das? Das ist so ein bisschen dieser Cartoon, den man da daneben stehen hat, wo der Papa zu seinen Kindern sagt, schau, das Braunkohlekraftwerk da drüben ist der Auspuff von Papas Elektroauto. Braunkohlekraftwerke haben wir in Österreich keine mehr, aber man versteht schon ungefähr, wo das hingehen sollte. Aber hier muss man also als Elektromobilitätsanhänger und Realist muss man sich folgende Frage stellen, also entschuldigen Sie, das Problem ist, im Gift, also wenn man das vergleicht, nicht in seiner Anwesenheit, also, sondern in Konzentration. Ja. Und es ist deswegen besser, wenn Sie ein Braunkohlekraftwerk mit entsprechenden Filtern ausschalten, das immer im optimalen Bereich läuft, immer 90% oder 80% Wirkungsgrad bringt, als wenn Sie ein Volkswagen-Diesel haben, der irgendwo im Bereich zwischen 10% bis 15%, 18% Wirkungsgrad läuft und ständig im nicht optimalen Bereich läuft und dazu noch nicht 100 Kilometer von Wien entfernt steht, sondern in Ihrem Lebensraum. Und das ist jetzt die Frage, die ich immer sage, okay, Sie sind gegen Elektrofahrzeuge, Mobilität brauchen alles, nehmen Sie einen Raum, gehen Sie hin, stellen Sie dort hin ein Dieselauto und schalten Sie für eine halbe Stunde ein. Halten Sie die halbe Stunde aus? Nein. Aber die Leute, die auf der Straße stehen, die müssen das ständig aushalten. Es ist einfach die Konzentration an Fahrzeugen, an Abgasen ist das Problem. Und ich glaube trotzdem, also, dass es in Wirklichkeit wahrscheinlich dorthin gehen wird, dass man sich das Ganze in Summe überlegt. Also ich glaube nicht, dass es cool wäre, Braunkohlekraftwerke wieder aufzustellen, weil wir die Energie brauchen. Das sind quasi so Erfindungen von der Industrie oder von den Anhängern der konventionellen Mobilität. Lass es mir mal kurz wohin kommen. Nein, ich glaube, dass die Richtung eher in zwei Richtungen geht. Die eine Richtung ist eben das, dass wir ohnehin auch von solchen Kraftwerken wegkommen wollen und wir in Österreich ohnehin wahrscheinlich gesegnet sind dadurch, dass wir sehr viel Wasserkraft haben und sehr wenig, sage ich jetzt einmal, mit derartigen Energiequellen produzieren. Das zweite Thema, wo sie auch hingeht, und wie gesagt, diese Tesla-Schindeln sind ja nur ein Beispiel davon, dass man versucht, ohnehin auch schon dezentral viel stärker Strom zu erzeugen. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen Antworten auf die dastehenden Fragen sind, in Summe, weil in Wirklichkeit ist es ja auch so, dass die dezentrale Stromerzeugung eigentlich ähnliche Effekte auf das Stromnetz hat, das wir jetzt hören als Kritikpunkt für sozusagen die Elektroautos, weil für die Elektroautos brauche ich eine entsprechende Infrastruktur, die mir den Strom dorthin bringt, wo ich aufladen möchte. Wenn ich aber stärker anfange, dezentral zu produzieren, dann habe ich plötzlich das spannende Thema, dass ich eigentlich eine Synergie habe zwischen den Elektroautos, die am Strom stecken, und den Produktionseinrichtungen. Weil theoretisch kann ich ja auch Elektroautos, die gerade am Strom hängen und die schon voll geladen sind, als Pufferbatterie verwenden fürs Netz. Weil ich habe dort einen Strom drinnen und ich brauche in der Nähe vielleicht einen Strom. Warum nehme ich nicht 10% von dem Auto, schippe den um und lade nachher wieder nach? Also das sind durchaus Ideen, die durchaus spannend sind. Also ich glaube, das, was wahrscheinlich nicht sein sollte, ist, dass man hergeht und sagt, auf klassischer Weise, ich störe jetzt, weiß ich nicht, viel mehr Kraftwerke auf, weil der Strombedarf in diese Richtung steigert, sondern ich glaube, dass das eher in die Richtung gehen wird, die Dinge dezentral zu produzieren und diese Dezentralität auch zu nutzen. Weil früher ist es ja eher die Idee gewesen, diese Dinge vollständig zu zentralisieren in der Energieerzeugung und das von einer Zentralstelle über ein großes Netz zu verbreiten. Es gibt schon Studien dazu, also zum Treibstoffproduktion, dass wenn man die Dieselbenzinproduktion auf sozusagen auf das Minimum reduziert, wird genug Energie frei,
die man wiederum in Elektrofahrzeuge tanken kann, weil für die Produktion von einem Liter Diesel braucht man ja etwa 2 oder 3 Kilowattstunden Energie. Mhm. Und genau die gleiche Entfernung, wie Sie mit einem Liter fahren, fährt ein Elektroauto mit diesen 2 oder 3 Kilowattstunden. Das heißt eigentlich, dass die Energie, die Sie für einen Liter Produktion brauchen, kommt das Elektroauto genauso weit. Das heißt, also, wenn wir irgendwo sparen, können wir auch, aber grundsätzlich, es gibt Studien, die sagen, 1,5% pro Jahr kommen dazu und insgesamt, wenn wir 50% Mobilität auf Elektro fahren, irgendwas um die 15% mehr Energie und wir halten sowieso eine Steigung von Energiekonsum um 1,5-2% pro Jahr, also es ändert sich nichts dramatisch. Und eine Thematik ist natürlich auch noch immer das Thema Ladezeiten. Ich muss das Auto natürlich aufladen, dauert eine Zeitl, das sehen wir immer bei unseren Handys. Immer wenn man es braucht, hat es gerade keinen Strom. Auch die Thematik habe ich natürlich. Akkulaufzeiten und Ladezeiten verbessern sich ständig. Es gibt immer neue Forschungsergebnisse auch in dem Bereich. Eine Alternative, die dort natürlich auch spannend ist, ist Brennstoffzellen. Bei Mobilität haben wir das in Österreich jetzt sogar bei einer Nebenbahn mittlerweile bekommen, dass die nämlich die Nebenbahn sozusagen mit Wasserstoff tanken und über Brennstoffzellen die Energie produzieren. Damit ist der Betankvorgang in Wirklichkeit ähnlich wie mit dem von konventionellen Betankvorgängen. Und ich produziere natürlich meine Energie dann an Bord selber und ich habe natürlich auch keine Umweltverschmutzung, weil der Wasserstoff läuft in Wasser dann wieder in die Umwelt ab und ist auch eine saubere Variante. Also auch das wird spannend, in welche Richtung es dort in der Mobilität geht, weil, wie gesagt, auch beim Zug zumindest es schon erste Schritte in Richtung Brennstoffzellen und Elektromobilität bei den Zügen gibt. Ja, Ladestellen, ich glaube nicht, dass wir dort wirklich ein Problem haben, weil wir haben die Stadt Wien, glaube ich, jetzt gerade mitbekommen mit dem Themenbereich Ausbau. Da haben es also in Wirklichkeit war die Thematik, man hatte ja geplant, viel mehr Ladestationen in Wien zu bauen und hat das jetzt vom Zeitraum gestreckt, hat also gesagt, man baut jetzt langsamer aus. Und das ist natürlich eher ein Henne-Ei-Prinzip, sage ich jetzt einmal, weil wenn mehr Leute mit einem Tesla herumkutschieren würden, dann würden viel mehr natürlich auch daherkommen und fordern, dass es mehr Ladestationen gibt. Und das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Also da sehe ich die Probleme wahrscheinlich eher weniger, weil ich glaube, dass das was ist, was eher Angebot und Nachfrage bedingt. Und wenn es mehr Nachfrage gibt, dann glaube ich auch, dass es das Angebot dazu geben wird, weil der Druck in die Richtung wahrscheinlich groß genug dann wird. Ja? Also halte ich für ein Henne-Ei-Problem in Wirklichkeit. Ja? Ich denke an die Fußballspiele. Wenn 1000 Leute Rapidler nach Horn fahren, dann brauchst du 1000 Ladestationen. Das wird ein Problem. Darf ich eine Frage dazu stellen? Gerne. Gerade bei den Ladestationen. Gibt es da nicht schon Überlegungen, so Batteriepacks, die man einfach mit einem kleinen gibt es auch, gibt's auch Konzepte, dass man sogar mittlerweile über Drohnen Batterien geliefert bekommt während der Fahrt. Also es gibt viele, viele Konzepte. Oder dass man in einer Raststation fährt und ein Art Tauschsystem hat. Ja, gibt es da schon konkret? Tesla hat das gemacht, ich beantworte Ihre Frage. Tesla hat das gemacht, 1,5 Minuten Dauer der Wechsel. Die hatten 2 Stationen aufgebaut, 3 auf dem Feld. Es hat sich aber natürlich die Infrastruktur kostet was. Die haben gesagt, am Supercharger ist das Aufladen gratis. Da brauchen sie meistens 20 Minuten, bis sie weiterfahren können, 1/4 Stunde ungefähr. Das ist eigentlich eine Kaffeepause mit WC-Gang. Ja. Da ist das, haben sie schon erledigt. Und wenn wir mehrere Personen haben, dann reicht nur WC-Gang. Und eigentlich so, dass in den USA haben sie das festgestellt, dass eigentlich nur sehr wenige, also dass das sich überhaupt nicht rentiert, also dort, wo dass die Leute bevorzugen, dass 20 Minuten stehen, als 70 Euro zu zahlen. Und das hat sich jetzt deswegen, hat Tesla das Programm auch abgedreht. Und was sinnvoll wäre,
plädiere ich zu kleinen Range Extender, wenn man so, und wenn das auf Basis von einem 10 kW, sage ich jetzt oder sowas, 20 kW wäre noch besser, so ein Brennstoffzellensystem, wo sie das vom Supermarkt der Wodka reinschieben können, ja, oder sowas, ja, und damit fahren können, oder Wasserstoff zumindest, ja, also dass man das bei der Stadtausfahrt an der Tankstelle sich ausleiht, in den Kofferraum stellt, Auto anschließt und damit fährt. Das wäre die Lösung, um nicht 80 kWh oder sprich 600 kilogramm Batterien mitzuspielen. Ja, relativiert, das ist so für Mobiltelefone schon seit Jahren versprochen worden. Die kleine Zelle, eine Injektionsspritze, eine Woche Energie. Wo haben wir das? Das gibt es nicht. Das hat Versprechen. Ja, wobei, ich kann doch das. Es geht jetzt um die Maßnahmen, die jetzt erforderlich sind, auf die absehbaren nächsten 10 Jahre. Wir haben ein großes Ziel. 2050 müssen wir die Dekarbonisierung erreicht haben, weil sonst haben wir eine noch größere Katastrophe, als die wir jetzt schon haben. Und das hat gar nichts mit der Atemdeckung. Das hat man das Problem gelöst. Also wenn das BMW, das glaube ich nicht. BMW, Mercedes und so weiter genau dasselbe investiert hätten in die Ladeinfrastruktur, die so wie Tesla investiert hat, da wären wir schon ein ganz... Darf ich hier noch einmal auf den Mond zurückhalten? Wenn Sie sich die Energiebedarf unserer Schnellladestationen anschauen, dann kommen Sie in einer Daumenpeilung ungefähr dahin, dass Sie für 1000 Batterien, die Sie gleichzeitig am Netz laden wollen, ungefähr, das hat so zwischen ein paar hundert bis 1000 Batterien, je nachdem, wie schnell Sie laden, die gesamte Leistung von Kraftwerk Fröhlen abbrauchen. Dann schauen Sie sich mal an, wie groß dort der technische Bauaufwand ist, um diese Energie aus der Donau zu erzeugen. Und wir haben keinen anderen Standort in Österreich als die an der Donau, die entsprechend mächtige Energie produziert wird, mit Ausnahme vielleicht der Speicherkraftwerke in den Alpen, die wir auch nicht unbegrenzt haben. Und dort ist das Problem. Und wenn ich mal mit Norwegen verglichen wird, Norwegen erzeugt doppelt so viel Strom als wir, hat aber die halbe Anzahl von Einwohnern. Ja. Und daher kennen wir unsere Situation in Norwegen vergleichen, weil Norwegen immer wieder das Beispiel genannt wird. Und sogar dort, aus nicht ganz erklärlichen Gründen, werden die Ladestationen momentan sind die zu wenig. Obwohl es eigentlich von der Stromkapazität her, von der Produktionskapazität her ausreichend war, haben es wahrscheinlich einen Netzausbau genauso Schwierigkeiten, wie du gerade angesprochen hast, die alle anderen haben. Also wir haben sehr wohl ganz konkrete Probleme, die gar nichts mit der Speichertechnologie zu tun haben. Wobei, wie gesagt, ich glaube, dass sich manche dieser Dinge quasi durch die verteilte Stromerzeugung, die derzeit im Vormarsch ist, teilweise sozusagen lösen oder ergänzen. Ja, wenn wir das Problem haben, dass wir die gesamte Solarkapazität, die wir haben, also da ist schon von der recht mächtige Solarkapazität schon aufgebaut, in der Nacht nicht nutzen können, weil wir das Energiepotenzial nicht in die Nacht hinein steigen können. Und wenn Sie sich überlegen, welche größere Schlechtwetterperioden haben, und in Mitteleuropa ist es so, dass wir sehr viele Hochnebellagen haben, wo man wochenlang und in den Winter und machen wir vielleicht auch im Sommer Schlechtwetter Perioden haben, wo kaum bis wenig Sonne scheint, wo wenig Wind geht, aber wenn natürlich Wind an den Küsten auch nicht Problem ist, das im Binnenland, ja, dann haben sie Energieausfälle, die gewaschen sind und die müssen wir dann ersetzen können. Oder wir sind in der Situation, dass wir unsere E-Mobilität-Infrastruktur tagelang bis wochenlang nur zum Teil nutzen können, weil wir keine Energie haben. Naja, wir sind Gott sei Dank im 21. Jahrhundert und Strom, den sie sich transportieren, eigentlich sehr leicht über Leitung, damit ich der Einwand, dass da irgendwo ein Hochnebel ist und deswegen können Sie das Auto nicht laden. Sie vergessen ein anderes Problem noch, Frankreich und Deutschland. In Frankreich müssen 17 Atomkraftwerke abgeschaltet werden, weil deren technische Lebensdauer beendet ist. Deutschland wird einige Atomkraftwerke abschalten müssen. Nachdem wir genauso wenig bisher andere Kapazitäten aufgebaut haben, brauchen die erneuerbaren Energie, die bisher vielleicht von dort exportiert wurde oder elektrische Energie exportiert wurde, für den eigenen Ersatz der abzuschalten Atomkraftwerke. Also so einfach ist das nicht. Das sind ganz konkrete Probleme, die mit Tesla nichts zu tun haben und mit Speichertechnologie von Akkus auch nur sehr bedingt oder gar nichts zu tun haben. Bitte. Gut. Bleiben wir da stehen. Ich beschließe damit den Themenbereich Elektromobilität, weil ich glaube, dass die Elektromobilität zwar in aller Munde ist, aber eigentlich nur ein Teil des Themas ist. Nämlich, eigentlich geht es bei der Digitalisierung ja gar nicht darum, wie der Motor da fährt, sondern darum, wie das Fahrzeug gesteuert wird. Und die Digitalisierung betrifft ja im Fahrzeug eigentlich das Thema, dass ich da drinnen jetzt einen Computer habe
und der Computer im Fahrzeug in Wirklichkeit das Fahrzeug, die Steuerung des Fahrzeugs übernimmt. Und ich rede jetzt noch gar nicht von einem selbstfahrenden Auto oder einem autonomen Fahrzeug, sondern ich rede jetzt einmal über Fahrassistenzsysteme. Und jetzt kann man sich denken, Fahrassistenzsysteme, ja, ich habe so ein neumodisches Auto und das kann alles Mögliche, aber in Wirklichkeit fangen die Fahrassistenzsysteme bei Dingen an, die wir gar nicht mehr in Frage stellen. Antiblockiersystem, glaube ich, hat auch jede Karre, gibt es keins mehr, das nicht hat. Berganfahr-, Abfahrhilfe gibt es mittlerweile auch in schon einigen Autos drinnen. Parksensoren habe ich auch schon seit längerer Zeit in einer Karre drinnen gehabt. Reifendruckkontrollsysteme, glaube ich, sind mittlerweile verpflichtet. Regensensoren, Scheibenwischersteuerungen, gängig. Servolenkung gibt es, glaube ich, auch keine Karre mehr, die das nicht hat. Hm? 20 Jahre lang. Ja. Also das sind alles Fahrassistenzsysteme in Wirklichkeit. Und das braucht alles einen Computer, damit es funktioniert. Das heißt, ich habe in dem Auto auf jeden Fall Steuerelemente drinnen, auch wenn es kein Tesla ist, sondern irgendeine Billiggurke ist, dann hat es Computer drinnen, die all diese Dinge wahr machen. Weil ohne einen Computer geht das alles nicht. Also ich messe. Na, das sind die einfachen, Dinge gewesen. Ja, also passt, ja. Also komme ich dann dazu, ja, aber das sind einmal die einfachen Dinge, an die haben wir uns eigentlich schon total gewöhnt und kein Mensch hinterfragt mehr, dass es für das Zeug eigentlich einen Computer im Auto braucht und dass ein Steuergerät, heißt er das, Hersteller sehr oft Bosch, diese Funktionen durchführt und ich habe für diese unterschiedlichen Dinge dann halt mehrere Steuergeräte im Auto verbaut und die machen das halt. Wie funktioniert das ganze Ding? Ich habe im Normalfall Aktoren und Sensoren und ich habe einen Sensor, der irgendwelche Dinge abgreift im Auto und ich habe einen Aktor, der dann irgendwelche Dinge tut. Und auf dem basiert das ganze Ding. Das heißt, bei einem Antiblockiersystem messe ich halt den Zustand meiner Reifen. Wenn die Reifen blockieren, dann lasse ich halt kurz aus und bremse wieder und genau das Steuergerät beeinflusst dann den Aktor, der dieses Auslassen und wieder Bremsen tut und der Sensor misst halt, wie der Reifen da unterwegs ist. Und das System ist eigentlich bei allen ziemlich gleich und eigentlich total state of the art. Servolenkung, wie hat früher so eine Lenkung ausgeschaut? Naja, das war direkt. Ne? Also bei einem Go-Kart wahrscheinlich findet man sowas noch. Das, was mit den Kindern treten, da habe ich so eine direkte Lenkung, wo ich halt irgendwie mechanisch mit dem Lenkrad meine Autoreifen drehe. Ist natürlich, wissen wir alle, im Stand sehr mühsam gewesen früher. Deswegen nimmt uns das jetzt auch das Lenkrad ab, ich drehe das Lenkrad, ich habe einen Sensor, der aus dem Lenkrad die Bewegung übernimmt, ich übernehme die Bewegung des Lenkrades, übertrage sie elektronisch an einen Motor, der Motor macht dann hydraulisch sozusagen, dass sie die Räder bewegen, aber in Wirklichkeit ist das ein Computer und ich sage dem Computer über das Lenkrad, wo hier sie bewegen soll. Das Spannende, das ich jetzt habe, ist, es stellen immer wieder Leute dann sich die Frage, man hört manchmal gelegentlich davon, dass quasi Sicherheitsprobleme in Computern, in Autos gibt. Ich zeige dann nachher einen kleinen Film zu dem Thema. Aber was man sich im Klaren werden muss, ist, dass Internet of Things, ist ja das große Wort, das Thing plötzlich das Auto ist. Also spätestens zum Zeitpunkt, wo ich ein Mobilfunkmodul, wieder schauen, im Auto eingebaut habe, ist das Auto irgendwie im Internet. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass es auch bei solchen alten Gurken Computer drinnen gibt, die meistens über einen Bus vernetzt sind, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich irgendwas mit diesem Auto anstelle. Und der nächste Film, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ist ein Jeep Cherokee, 2014er Exemplar, nicht selbstfahrend, ganz eine normale Karre, mit ein paar Fahrassistenzsystemen drinnen, mit einer Servolenkung, mit einem ABS, der sozusagen ein Soundsystem im Auto verbaut hat und die Hersteller haben eine Kleinigkeit in der Konzeption aus meiner Sicht falsch gemacht.
Sie haben das Soundsystem des Autos mit dem Bus der Steuerung des Autos verbunden. Und was jetzt kommt, glaube ich, können sich die meisten von euch schon vorstellen. It's not fun to have your 2-ton SUV's brakes hacked just as you're parking in front of a ditch. Okay, hold on tight. Hold on. That's what I've learned from Charlie Miller and Chris Valasek, a pair of hackers who have spent the last year developing a piece of software that can wirelessly sabotage this 2014 Jeep Cherokee. It hasn't been altered in any way. There are no devices attached to it. But like many thousands of Jeeps around the world, it can be remotely hacked over the internet through a cellular connection to its entertainment system that would allow someone to take over its steering, its transmission, and even its brakes. To demonstrate that, I'm going to act as today's crash test dummy and drive it on the highway here in St. Louis, while Charlie and Chris hijack its digital systems from Charlie's house miles away. They wouldn't tell me what they had plans, but they assured me that it wouldn't be anything life-threatening. Remember, Andy, no matter what happens, don't panic. It's not the first time I've driven a car while it's being attacked by these two hackers. But in 2013, they were in the back seat, and their laptops were wired into the vehicle through a port in its dashboard. Now they're sending the same sort of attacks remotely, and I have no idea what they might do. He's going as fast as I've seen him, so. So first we're gonna turn the fan on him. Yeah, let's turn the fan on, see if he even notices. All right, all the, something just turned on, all the fans and AC and stuff. I didn't do that. The trick started small. Oh my God. There's a picture of Charlie and Chris in tracksuits that just appeared on the dashboard. But as I drove down the interstate, things started getting unpleasant and very loud. Perfect. I can't turn it down. This is such a fun video. Steve, I'll give it up to you. And now the air conditioning is blasting, the music is blasting. And I can't see anything because of the windshield wiper fluid. Okay, do it. Do it. Kill the engine. Kill the engine right now. It says park, it says... I stomped on the gas, but the Jeep slowed to a crawl. It says 43 miles an hour, but I'm not going that fast. I turned on my hazard lights, but I was still stuck in the right lane with no shoulder to escape onto. Guys, I'm stuck on the highway. What is that? Oh, I think he's panicking. He's not gonna be able to hear us with that radio. It's so loud. Guys, I need the accelerator to work again. The accelerator won't work. It won't work! You're doomed. Seriously, it's dangerous. I need to move. You gotta turn the car off! Okay. Now you should be good to go. Semi drove by. Alright, I'm gonna pull over because I have PTSD. Charlie and Chris have only tested the full range of their attacks on a Jeep Cherokee. But they say that hundreds of thousands of late model Chrysler vehicles may be vulnerable through a feature called Uconnect, an internet-connected computer in the dashboard known as its head unit. These cars' head units expose a particular service that probably they didn't want to. It lets you do things like query it for information like the GPS or the VIN or all sorts of other things, but it also lets you just run commands. So you have to first break into the car remotely over the cell network and then move laterally if you want to do things like send CAN messages. And those are the messages that we can use to control things like steering or the windshield wipers or braking. They plan to release a portion of their exploit code at the annual Black Hat Hacker Conference next month. They've also alerted Chrysler, which is issuing a security patch. But they say a lot more needs to be done to protect a new generation of cars that are increasingly connected to the internet and potentially hackable. You guys basically brought this car to a standstill while it was driving on the highway, which I may never forgive you for. And that was just like an experiment. What do you think is the worst case scenario? We wanted to point out, you know, to show that this attack has serious consequences for this vehicle. And so we did, you know, attack you. But we did it in as safe a way as we could, so we didn't want you to get hurt, obviously. That's why we're working, is to make sure that we figure out vulnerabilities, weaknesses, get them fixed. We're only two guys with one car, right? So, you know, we can't look at every car, and we want to release this information because more people like us need to be focused on this problem. After their stunt on the highway, Chris and Charlie still wanted to show me a couple of other tricks.
Below a certain speed, they can control the Jeep steering as long as it's in reverse, pop its locks, mess with the speedometer, and, of course, disable the brakes. Okay, hold on tight. Hold on. Oh, he's not getting out of that. We're going to be doing some pushing. That's how you drive in the Midwest. New Yorkers don't have to do that. So, wer hätte es gern, dass das passiert auf der Autobahn? Cool, oder? Geht aber nur, wenn es Radio einschalten. Nein, weil der Computer, der sozusagen das Soundsystem steuert, ist sozusagen verbunden mit dem Rest der Steuerung. Und das Problem war, das Signal kommt über in Wirklichkeit ein Mobilfunkmodul, das im Auto eingebaut ist. By the way, wem sagt E-Call was? Emergency Call System wird in der EU nächstes Jahr Vorschrift. Und zu diesem Zeitpunkt muss er jedes Auto ein GPS, also ein, nicht ein GPS, ein GSM-Modul, also ein Mobilfunkmodul im Auto verbaut haben. Und das Thema ist, wenn dieses Mobilfunkmodul in irgendeiner Form mit dem Computer gekoppelt ist, was es sein wird, weil die Werkstätten gerne erstens einmal Dinge auslesen wollen und zweitens einmal gerne Informationen auf das Auto schicken wollen und die Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichend sind, dann kann was passieren. Es braucht nicht nur eine Prüfungsverbindung dazu. 2008er Ford Galaxy, ja, hat sich über Bluetooth übernehmen lassen. Also irgendeine Funk-Einrichtung reicht schon aus. So ein Bluetooth oder ein Gewinn entfernt. Es reicht das Auto, das neben mir an der Ampel steht. Also vielleicht. Also es ist, sämtliche Assistenzsysteme sind ausgeschaltet worden, wahrscheinlich über den Bug mit Absicht, ja. Aber es ist so, dass also es hat sich ein fremdes Telefon versucht zu verbinden auf meine Freisprecheinrichtung, ja, plötzlich, ja, weil das Ding ist ständig sichtbar, ja, und durch einen Fehler in den Bluetooth-Stack wahrscheinlich, ja, ist von dem Ford Galaxy und wahrscheinlich auch von Ford Mondeo und von allen immer das Gleiche, ja, vielleicht auch von den VW-Modellen und so weiter, ja, ist also dann ist das Autoradio ausgeschaltet gewesen, Telefon sowieso, sämtliche Assistenzsysteme, ja, also ich habe es auch noch fahren können mit dem Auto, wahrscheinlich als ABS, ich habe es dann ausprobiert und funktioniert und so weiter, aber es war trotzdem eine relativ unangenehme Sache, also die Klimaanlage hat sich nicht mehr steuern lassen, ja. Also bis sich das Auto abgedreht, weil es hat sich die Kölle Baum in der Zündung abdreht, auch nicht sofort, sondern es hat so eine Minute oder zwei Stunden, dann starten können und dann ist wieder alles weitergegangen. Ne? Es muss uns halt nur klar sein, es ist nicht Gott gegeben. Nein. Es sind nicht in der Technik, sondern es sind fahrlässige Architekturen. Ja. Nein, genau, das ist auch, die Dinge sind so komplex, da gibt es keine Sicherheit. Jeder, der behauptet, da gibt Sicherheit, jede Frau, da Sicherheit. Also betrachtet es jetzt mal nicht philosophisch. Naja. Ich sage jetzt mal, es gibt so viele Sachen, die getan werden können von den Technikern. Wenn man da mal mit der notwendigen Sorgfalt, wenn man die Sachen auch macht, ich bin bei Ihnen, diese absolute Sicherheit, die kann man nirgendwo haben. Aber das sind ja offene Türen, die eigentlich geschildert werden. Das Thema ist wenn sowas aus einer Naivität und aus einer Euphorie, nicht, wenn man das alles möglich ist, aber es gibt ja zwei Faktoren, die da mitspielen. Das eine Thema ist, Sicherheit kostet Geld. Ja, natürlich. Und wenn ich Fahrzeuge auf den Markt bringen möchte, dann möchte ich es möglichst günstig und möglichst quasi leistbar auf den Markt bringen. Und wenn man niemand sagt, ich muss auf die Sicherheit schauen, dann lasse ich die halt einmal auf Zeit. Ne? Das heißt, was es dort auf jeden Fall braucht, ist aus meiner Sicht auch Vorschriften und Regulierungen, wo ich sage, das ist gefährlich. Wir fahren mit unserem Auto einmal jährlich zum Pickerl und lassen uns da ein Pickerl draufpicken, dass das Auto mechanisch funktioniert. Aus meiner Sicht ist das Pickerl mittlerweile irrelevant, weil wir nicht wissen, wer die Bremse betätigt. Ja, weil was habe ich davor, wenn das Auto eine super Bremse hat, aber es passiert nichts mehr, wenn ich auf das Bremspedal tritt, wenn mir gerade irgendein Lustiger in meinen Computer eingebrochen ist. Das heißt, in Wirklichkeit, das Pickerl sagt nichts mehr über die Sicherheit des Fahrzeuges aus. Und es kehren andere Verfahren her, wo ich sicherstelle, dass das Auto, wenn es zugelassen wird,
einmal vom Engineering her vernünftig gebaut wurde und alles, was man zur Sicherheit tun konnte, beigetragen wurde und dass man solche Dinge findet, bevor man das Ding auf den Markt bringt. Ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und in jährlichen Zyklen beim Pickerl schaue ich dann nach, ob irgendwelche neuen Dinge aufgetreten sind, die ich jetzt noch schauen kann, die bei dem Auto sozusagen dazugekommen sind. Weil gerade beim Jeep Cherokee 2014 ist ein Hack passiert, dann darf man das nächste Mal ohne ein Software-Update nicht mehr durchs Pickerl kommen. Also ich muss irgendwelche Prozesse, Standards und Normen einführen, die mir sicherstellen, dass solche Dinge nicht passieren, wenn der Mechaniker ist auch. Wichtig erscheint mir da vor allem auch, dass man bei der Bauelementeauswahl viele Geräte, die da eingebaut werden, schon vorsichtig ist. Weil wenn man sich bei der derzeitigen Pickerkontrolle, die angeboten wird, gerade für die Maker-Szene, anschaut, da gibt es Chips, die Kommunikationstext drin haben, die LAN-Interface drin haben, WLAN-Interface drin haben, die sogar Handy-Interface drin haben, die kosten so zwischen 5 und 20 Euro ungefähr. Ja. Wenn man sich da die Dokumentation dazu anschaut, wie groß die Dokumentation das sein soll, um alles zu beschreiben, was diese Chips können, da fehlt einige hundert Seiten Dokumentation, die zumindest für den Endverbraucher als Partner, wenn man das kriegt oder sich auch anschaut im Internet, zur Verfügung steht. Fehlt aber auch unter das, was ich gesagt habe, Zertifizierungen und Normen, und da muss ganz genau aus meiner Sicht beschrieben sein, was ich als Fahrzeughersteller tun muss, damit ich solche Dinge baue. Ja, schon die Das passt ja. Aber wie gesagt, das Thema ist, und das halte ich für erschreckend, weil es glaube ich wenige Leute wissen oder sich Sorgen darüber machen, dass das, was wir gerade gesehen haben, mit einer ganz einer normalen, nicht selbstfahrenden Karre, die über ganz normale Fahrassistenzsysteme verfügt, auch schon geht. Ich kann einen Jeep Cherokee fernsteuern, obwohl der gar nicht fernsteuerbar ist. Ja, also das, dass diese Dinge eigentlich uns jetzt schon betreffen, ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, ja, weil alle sagen, ja, ich habe eh noch keinen Tesla. Und dass der Tesla jetzt in Amerika auf der Autobahn den Lastwagen, der da quergestanden ist, als Himmel erkannt hat, da hätte ja eh der Fahrer reagieren müssen, weil der hätte ja nicht auf selbstfahrend fahren dürfen. Ja. Also, ja klar, aber es kann nicht nur Tesla-Piloten treffen, ja, die unaufmerksam sind, sondern das betrifft Otto-Normalverbraucher mit seinen jetzigen Karren schon. Ja. Das zweite Thema ist eben, Fahrassistenzsysteme haben sich natürlich weiterentwickelt. Und ich habe vorher Fahrassistenzsysteme Seite 1 gehabt und wahrscheinlich könnte man da noch weiter vorsetzen, aber es gibt natürlich Fahrassistenzsysteme, die jetzt weitergehen als das, was wir vorher gehabt haben. Also eines der Beispiele ist sowas wie der Parkassistenz, ne, wo ich mich neben das Parkloch reinstelle, Knopf am Krug und der fährt rein. Das geht natürlich schon stärker in die Richtung, quasi, dass das Ding gesteuert wird und dass ich als Fahrer weniger Verantwortung bekomme. Und in die Richtung geht es natürlich immer mehr, sage ich jetzt einmal. Spurwechselassistenten. Also ich kann dann bei einer solchen Karre, wenn neben mir einer im toten Winkel ist, nicht mehr rausfahren, weil er merkt, dass da draußen einer fährt. Ich kann jemanden nicht mehr aufs Heck drauf fahren, weil er den Abstand misst und mich daran hindert, dass ich dem irgendwie auf sein Heck knalle. Also es kommen immer mehr solche Systeme, die einfach sich immer weiterentwickeln, und diese Entwicklung, die geht seit Jahrzehnten schon in Wirklichkeit, und diese Dinge werden einfach immer besser und wir gehen immer mehr in die Richtung, dass das Fahrzeug quasi nicht mehr nur Sensoren hat, die das Fahrzeug selbst betreffen, das heißt ich misse, was das Lenkrad für Bewegungen macht oder welche Bewegungen das Rad macht, sondern ich messe auch meine Umgebung und meine Umwelt. Also ich habe zum Beispiel ein Foto von einem Prospekt vom Audi A8 mitgenommen, 2017, also relativ aktuell, was denn der schon so für Umgebungssensoren da drinnen hat. Und das ist in Wirklichkeit einmal notwendig dafür, dass das Auto auch wahrnimmt, was um das Auto herum passiert, klarerweise. Das heißt, ich habe von Lasertechnologie, die ich im Einsatz habe, bis Radar, bis Kameras in unterschiedlichen Positionen, Ultraschallsensoren, die ich drinnen habe, in allen epischen Breiten sozusagen das Umfeld des Fahrzeuges überwacht. Und das, was natürlich das Spannende ist, und ich habe es vorher schon gesagt, also diese Steuersysteme bei den Fahrassistenzsystemen sind eigentlich schon seit längerer Zeit an einen Bus angeschlossen.
die kommunizieren miteinander und ich habe natürlich damit auch alle Informationen aller Steuersysteme im Auto verfügbar und kann die auch in Korrelation setzen. Das heißt, ich kann zum Beispiel aufgrund der Bewegung der Reifen die Länge oder die Wegstrecke erkennen, ich kann es aber auch aufgrund vom GPS erkennen. Eher Klassiker, also wenn ich in Tunnel reinfahre, geht es GPS nicht mehr, aber ich sehe aufgrund von der Reifenbewegung, wo ich mich im Tunnel befinde. Also solche Dinge. Das heißt, diese Dinge werden immer stärker natürlich zusammengefasst und in Korrelation gesetzt. Und das, was ich natürlich dazu brauche, ist eine enorme Rechenleistung. Weil die Fahrzeuge dann anfangen, sozusagen sicher ein Modell zu berechnen, was um sie herum passiert. Also das ist jetzt sozusagen das passive Fahrzeug einmal, wo das Fahrzeug für sich selbst über Sensoren und Messung seiner eigenen Parameter quasi sie ein Weltbild für sich selbst einmal aufbaut. Und auch das können, wie gesagt, meine auch, das ist nicht gerade ein billiges Fahrzeug, aber ich glaube, es schaut beim A4 mittlerweile nur unwesentlich anders aus. Ja, also und wir haben es eh vorher auch gehört bei anderen Fahrzeugen, das wird Stand der Technik, das rutscht immer stärker von oben immer weiter auf und wird natürlich irgendwann einmal ja jede Karre in Wirklichkeit haben. Das nächste, was jetzt kommt, ist, das Fahrzeug hat sich für sich jetzt ein Umgebungsbild aufgebaut. Das heißt, mein Fahrzeug hat jetzt einmal gemessen, was um mich herum los ist und ich habe jetzt einmal quasi von meiner Umgebung eigentlich ein ganz gutes Bild. Das reicht auch schon aus, um autonom zu fahren. Ja, also die Teslas, die derzeit auf der Autobahn unterwegs sind, mit den Fahrassistenzsystemen, kennen einmal sie, ohne dass gräbere Unfälle verursachen, wenn nicht gerade ein LKW quersteht, den sie nicht erkennen, können schon ganz gut unterwegs sein. Ja. Gibt Probleme dabei, sie dürfen es auch nicht, aber es geht schon ganz, technisch geht schon ganz gut. Ja. Gelegentlich zahlt halt jemand, der sich aus dem Genpool befördern will, drauf, weil er sich zu sehr auf diese Systeme verlässt. Aber also, es ist beachtlich, was schon geht, ja, muss man dazu sagen. Keine Anmerkung dazu, ja. Tesla hat den Autopiloten in Europa wieder weitgehend abschalten müssen. Gell? Aus dem Grund, weil nämlich die Zulassung gedroht hat, verloren zu gehen, ja, weil der Autopilot nicht Teil der Zulassung war. Und der Tesla ist gefahren mit einer deutschen Zulassung, das deutsche Kraftfahrtbundesamt hat sich das dann näher angeschaut, wie dieser Unfall mit dem LKW passiert ist. Ja. Und die haben gesagt, Moment einmal, das ist so nicht abgenommen worden und hat das genau untersucht. Ja. Und dann haben sie im Prinzip dieser Tesla jetzt auf dem gleichen Level wie die anderen VW und so weiter. Wobei das natürlich auch ein, wie soll ich sagen, ein Unterschied zwischen Europa und Amerika ist. Ne. Bei Amerika muss ja auf der Mikrowelle draufstehen, dass ich meinen Pudel nicht drinnen trocknen darf. Ne. Wenn es draufsteht, dann ist es aber fein, wenn ich es trockne. Ja, also in Wirklichkeit in Amerika ist es halt so, dass die sagen, Vorschrift ist da, du hast ja nicht an die Vorschrift gehalten, selber schuld. In Österreich sagt man halt, was muss ich tun, damit der sozusagen sich an die Vorschrift hält. Also das ist eher der österreichische Zugang und natürlich darf man weder in Amerika noch in Österreich mit dem Autopiloten fahren. Der ist ja nur dazu da, dass er mir sozusagen auf der Autobahn die Arbeit abnimmt, aber ich bin ja nicht der Pflicht entbunden, trotzdem die Kontrolle über das Fahrzeug jederzeit übernehmen zu müssen, zu dürfen, zu sollen. Ja. Damit sage ich ja, der war ein schlauer Kerl, der hat sich selbst aus dem Genpool befördert. Ne. Hätte er nicht tun sollen. Ja. Und der ist ja wirklich also längere Zeit auch mit dem Autopiloten, das ist ja damals nachverfolgt worden, der ist ja sehr oft gewarnt worden, auch, dass er endlich die Kontrolle vom Fahrzeug übernehmen soll, hat aber nicht gemacht. Und irgendwann ist dann der LKW quer auf der Straße gestanden und der hat sich eingebaut. Ne. Also, ein bisschen selber schuld schon auch, ne? Muss man dazu sagen. Nächster Schritt in dem ganzen Thema ist, dass die Fahrzeuge, die jetzt ein Weltbild von sich aufbauen, diese Informationen durchaus auch den nahegelegenen anderen Fahrzeugen zur Verfügung stellen können in Zukunft. Das ist diese Vehicle-to-Vehicle-Kommunikation, dass also ein Fahrzeug dem anderen auch Dinge mitteilt. Also, halt, du bist nah bei mir dran, Beispiel. Oder vor mir bremst gerade einer deppert, könnte sein, dass für die auch kein Knopf wird. Ne? Weil der kriegt dann, also der Hinterfahrende kriegt früher die Informationen, als er sie von seinen Sensoren selbst erhält.
Und das macht das Ganze natürlich spannend, weil damit kriege ich von meiner näheren Umgebung noch mehr Informationen, weil eigentlich alle Informationen, die alle Autos sammeln, zusammenlegen und eine Art Schwarmintelligenz daraus bilden. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn das wirklich gut funktioniert, ja, auch in ganzen Situationen das super ausnutzen kann, weil wenn nämlich die Autos untereinander auch wissen, in welche Richtung sie fahren, dass die jetzt da abbiegt zum Beispiel, ja, dann kann ich natürlich wesentlich geringere Abstände auch machen, eventuell auch kürzere Ampellaufzeiten, falls noch Ampeln gibt, etc. Man kann natürlich auch einbinden, und auch das wird kommen, dass beispielsweise die Ampel die Information, dass es quasi jetzt nicht erlaubt ist, in die Kreuzung einzufahren, nicht über ein rotes Licht aussendet, sondern auch über Kommunikation sozusagen an alle Fahrzeuge in der Gegend schickt. Auch die Verkehrsbeeinflussungsanlagen, die uns ja momentan auf der Autobahn anzeigen, dass wir momentan nur 80 fahren dürfen, werden das auch elektronisch den Fahrzeugen übermitteln, und ich muss nicht mehr blöd mit einer Kamera schauen, was da oberhalb von mir für Verkehrszeichen hängen. Also aus meiner Sicht wird es viele Dinge geben, die dadurch noch besser werden, weil derzeit muss ich halt eine Stopptafel erkennen. In Zukunft wird dort wahrscheinlich ein elektronisches Signal sein, wo, dass man sagt, dass dort der Stopptafel ist. Und der Straßenbau kostet das Dreifache. Der Straßenbau, die Straßeninfrastruktur, die Haltung kostet das Dreifache. In manchen Bereichen möglicherweise. Ja. Die Frage ist nur auch, sage jetzt einmal, du hast solche Dinge in hochrangigen Verkehrssystemen derzeit schon. Funk nicht. Na, Funk nicht, aber Verkehrsbeeinflussungsanlagen. Oh, das sind ortsgebunden, leitungsgebunden. Ja. Und nicht abhängig von der, welches Protokoll gerade versteht. Aber ich halte es, also ich halte bei einer Ampel zum Beispiel für wirklich unproblematisch, aber wenn die Ampel sagt, ich bin die Ampel und ich habe in 5 Sekunden. Aber das wäre nicht nur drauf, da muss jedes Verkehrszeichen und jedes wichtige Verkehrszeichen muss das auch haben. Jede Bodenmarkierung wird das wahrscheinlich auch haben müssen, was man macht, wenn die Bodenmarkierung. Bodenmarkierung muss es nicht haben. Bitte? Bodenmarkierung muss es nicht haben. Ja, ich sehe als Mensch keine Bodenmarkierung, wenn der Prognose ist oder Schnee liegt. Der Computer sieht es aber. Das möchte ich sehen, das müssen wir erst beweisen. Das, also wenn es nass ist, ist das sicher. Nass vielleicht, aber Schnee, ja, sicher nicht. Ja. Am Schnee vielleicht nicht, aber wenn es nass ist, sieht das sicher. Okay. Ja, da sieht das sicher besser als ich. Ja, okay, aber das, ja, bin ich ja besser. Das gibt es auch passend für Materialien, ne? Also die zum Beispiel bestimmte Rückstrahlungs-. Aber durch Schnee ist es sicher nicht. Nein, Entschuldigung, die Frage in dem Zusammenhang ist ja, wenn es denn digital wahrgenommen wird, könnte das Bild ja eingeblendet werden digital, ohne dass ich irgendwas optisch sehe. Na, vor allem, wenn ich die, wenn ich zum Beispiel... Das genauso vorliegen habe. Nein, das ist nicht möglich, weil du immer variable Situationen auf der Straße. Nein, wir kommen jetzt von der Straßenmarkierung. Die variable Situation ist das, was dazu. Also wenn ich die Straßenmarkierung, falls ich sie nicht sehe, zur Not von Google Maps nehme, ist mir auch schon geholfen. Es ist besser als das, was der Mensch dafür braucht. Okay, aber du hast die Regelsituation jetzt, dass du ein Schild hast, es gibt die rote Rotmarkierung. Ja, aber dann ist das Schild gestanden und das weiß der Computer dann, dass es nicht gilt. Wenn es nicht sehe ich, dann habe ich auch einen Gleichstand. Aber das ist mein eigener Punkt. Du hast einen Gleichstand zwischen Person und Computer, weil der Mensch sich das auch nicht. Das ist der Punkt, wo die Hersteller von solchen Fahrzeugen die Herrschaft über die Pläne übernehmen wollen, dabei vergessen, dass es irgendwo die Zulieferer gibt, die Daten für die Pläne liefern müssen. Das heißt, da müssen sie auch den Straßenbau, die Straßen erhalten, also wie gesagt, die Unfallbearbeitung und solche Dinge auch. Ich bin der Überzeugung, dass ein Computer, der die Informationen, die zur Verfügung stehen, zur Verfügung hat, mehr Informationen hat über solche Dinge als du, wenn du im Auto sitzt. Glaube ich auch, ja. Nur die Foto. Weil der kann auf Google Maps nachschauen, wie das letzte Foto von dort ausgeschaut hat. Und okay, es ist ein Jahr her, aber ich weiß zumindest, dass die Straßenmarkierung da so war. Der Mensch weiß nichts, wenn er dort noch nie gefahren ist. Vor allem, dass die Straßen rechts davon aus ist, nicht? Was immer, die, ja. Hat, die nicht, ja. Also ich bin der Meinung, dass der Computer mehr Informationen potenziell zur Verfügung hat als ein Fahrer, der das erste Mal auf einer Strecke fährt. In gewisse Situationen stimmt es aber. Gut. Das Thema ist ja, man sagt uns ja gerade, wir müssen unbedingt 5G machen, sonst werden Leute sterben. Da gibt es viele Gründe, warum Leute sterben. Einer der Gründe ist aber die Verkehrstelematik. Und das Thema ist natürlich genau für diese Thematik, die wir da gerade gesehen haben, dass die miteinander reden, ist es wichtig, dass die relativ schnell die Informationen miteinander austauschen können. Weil wenn ich ein Fahrzeug bin, vor mir der bremst und ich will dem dahinter sagen, dass vor mir gerade wieder einer bremst,
dann muss das relativ flott gehen. Und das sind Millisekunden teilweise da drinnen. Und deswegen. Oder nicht mit der Bitrate-Studie. Nein. Genau, und da gibt es einen schönen Würfel dafür, der sagt Bitrate-Throughput. Dann gibt es da hinten Verzögerung. Und dann gibt es nach oben hin Verbindungen. Anzahl der Verbindungen. Und die Verkehrstelematik braucht eine ganz niedrige Bitrate, braucht mittelprächtig viele Verbindungen, braucht aber eine ganz niedrige Verzögerung. Und deswegen sagen die 5G-Hersteller, Netzbetreiber momentan, wir brauchen unbedingt 5G, weil autonomes Fahren, Klammer, Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, wird erst mit der Technologie möglich. Weil wenn ich mit einem normalen UMTS sozusagen derzeit arbeite, sind die Verzögerungen viel zu hoch. Aber mit 5G ist eine automatische geringe Latenz. Eines eines der Dinge, das 5G erreichen will, weil 5G ist ja noch immer nicht fertig, muss man ja auch dazu sagen, ist eben genau das, niedrige Latenzzeiten innerhalb des Netzwerkes zur Verfügung zu stellen. Die Versorgung ist ins IP-Netz gegangen. Oh ja. Aber ich sage, das ist eines der Verkaufsargumente der Telekom-Betreiber, die sagen, für das brauchen wir es ganz dringend, weil sonst werden alle Tesla-Fahrer sterben. Ja? Also das ist sozusagen eines der Argumente, das da drinnen ist. So, Self-Driving Cars. Jetzt haben wir eigentlich den Bogen über die Fahrassistenzsysteme gespannt, über dieses, wir bauen uns unsere Umgebung auf. Und eigentlich ist der Schritt jetzt gar nicht mehr so weit. Weil wir können alles im Auto eigentlich mit Servos und Motoren und irgendwas eh schon steuern. Die Umgebungsinformation wird dramatisch besser. Irgendwann einmal werden die Hitten miteinander reden können. Also technologisch sind wir nicht weit davon weg, dass das Ding einfach selber fährt. Was ist jetzt das, was uns hindert? Kommunikation Mensch-Maschine. Nämlich mit jenen Menschen, die auch im Verkehr unterwegs sind, aber keine autonomen Fahrzeuge sind. Ich glaube nicht, weil mit denen rede ich heute auch nicht, wenn ich im Auto sitze. Also, sie geben Zeichen hinter der Windschutzscheibe, Vorrang geben, oder es steht sogar der Verkehrsordnung drin, dass bei kleinen Verkehrssituationen, die gibt es angeblich, sie die Fahrer untereinander zu kommunizieren, und da kann ich sogar die Vorspiele benennen. Sie reden ja miteinander, die zwei Computer machen es dann aus. Also ja, der Fußgänger nicht. Ja, andere Fahrer. Ja. Also nicht nur autonome Fahrer, gerade vorher funktioniert man sich. Ja. Möglich. Das aber ich sage, also ich glaube, das ist evident. Ja. Also es ist einfach eine Weiterentwicklung von dem, was jetzt schon seit Jahrzehnten passiert. Nur jetzt sind wir so nah dran, dass es schon in gewissen Bereichen sichtbar ist, dass das tatsächlich gehen wird. Ja. Sagen wir jetzt bei den Asimov-Gesetzen. Ja, also es wird dort enden, ja, und Self-Driving Cars, das war quasi das Erste, worüber wir geredet haben, das hat auch ganz gut funktioniert aufgrund dessen, und das sagen auch alle, dass natürlich die ersten Fahrzeuge beim Google in sehr definierten Bereichen, nämlich im Silicon Valley unterwegs waren, die wussten dort ganz genau, wie die Straßen aussehen, die haben die ganz genau vorher vermessen gehabt, und die haben sich natürlich dort einmal einen Bereich zurechtgelegt, wo das relativ gut ging. Deswegen hat also dieses Google Car auch sehr viel Aufsehen erregt, weil man es erst einmal gesehen hat, da fahren ja wirklich Autos in der Gegend umeinander, ohne dass einer drinnen sitzt. Schön waren es nicht. Aus Google Cars ist jetzt auch übrigens eine Firma geworden, habe ich mitgekriegt, das ist Waymo. Und Waymo ist jetzt sozusagen diejenigen, die aus dem versuchen, ein marktreifes Konzept zu machen und dass man mit dem auch ein Geschäft machen kann. Woran hängt es in Wirklichkeit, dass die Autos selbstfahrend sein können? Natürlich an der Qualität der Sensoren. Ich glaube, dass die schon mittlerweile sehr, sehr gut sind. Aber das Thema ist, diese Anzahl an Informationen überhaupt verarbeiten zu können. Weil ich habe jetzt so viele Informationen, die da auf mich einprasseln. Und das menschliche Hirn ist ja nicht schlecht, ne? Muss man sagen. Wir können diese Informationen verarbeiten, weil wir sie in vielen Bereichen überhaupt nicht,
wissend verarbeiten, ja, sondern sehr, sehr viel bei uns passiert ja quasi im Unbewusstsein. Und gerade auch beim Autofahren passiert sehr viel im Unterbewusstsein. Ich weiß nicht, wie viel von euch jetzt schon passiert ist, dass ihr auf der Autobahn dahin gefahren seid und die Autobahnabfahrt verpasst habt, weil man normalerweise da nicht rausfährt. Ne? Also man merkt es selber nicht, aber es passiert irrsinnig viel bei einem selbst auch automatisch. Und diese Dinge muss in Wirklichkeit diese Computer auch automatisch machen. Jetzt ist unser Kollege ist schon gegangen, im Model 3 Tesla ein Nvidia Drive PX verbaut. Das ist ein solcher Zentralrechner und das Ding, glaube ich, ist zwei Generationen nach dem, was im Model 3 drinnen ist. Und dieses Ding schafft jetzt 320 Trillionen Learning Operations pro Sekunde. Das ist viel. Und es sind eine irrsinnige Anzahl an normalen Prozessoren verbaut, es sind auch einige Grafikeinheiten verbaut und an kleinen Wermutstropfen hat das Ding, es verbraucht 500 Watt. 500 Watt Verlustleistung. Spart die Heizung. Genau, das heißt, das Ding geht natürlich wiederum auf die Akkulaufzeiten. Ja? Ich glaube, das Ding, was derzeit am Tesla verbaut ist, hat so 20 Watt Verlustleistung. Man kann es nachschauen. Ja. Aber dramatisch weniger als das Ding. Das, was auf dem Chart draufsteht, und wenn ihr es mitgekriegt habt, hat es vorgestern, glaube ich, in den Medien eine kurze Diskussion gegeben zwischen, ich glaube, der General Motors Geschäftsführer war, der gesagt hat, der Elon Musk ist ja ein quasi Dampfplauderer, weil das Auto wird mit einem Software-Upgrade nie Self-Driving sein. Ich würde in diesem Falle dem General Motors Geschäftsführer recht geben, weil zwei Generationen vor dem Ding war in den Spezifikationen etwas noch nicht drinnen, das in dieser erstmalig drinnen steht, nämlich Supports Level 5 Autonomous Driving. Und jetzt muss man wissen, was Level 5 Autonomous Driving ist. Da gibt es einen Standard dafür. Der geht von 0 bis 5. 0 ist No Automation. Und 5 ist Full Automation. Aus meiner Sicht ist daraus rauszulesen, dass erst dieses Castle, das dieses Monat auf den Markt gekommen ist, unterstützt, dass man vollständiges autonomes Fahren rechenleistungstechnisch überhaupt kann. Nur ganz kurz, was ist jetzt im Tesla 3 im Model 3 verbaut? Dieses Castle oder das, was du meinst? Zwei Vorgängerversionen davor. Also es ist schon ein Nvidia Drive PX drinnen, aber nicht der Pegasus. Okay. Wenn man es googelt, findet man es und der sagt, soweit ich es weiß, 4. Und da frage ich auch, wieso ist man jetzt sicher, dass man mit der Hardware Level 5 erreichen wird, wenn man da gar nicht weiß, wie man überhaupt diese Umgebungserkennung oder die Kontexterkennung vor allem wirklich sinnvoll zusammenbringt? Du, ich glaube, dass wir. Ich denke so an so Geschichten wie Vertrauensgrundsatz im Straßenverkehr, wie man denen autonomen Fahrzeugen realisieren will, und das möchte ich sehen. Na wieso? Vertrauensgrundsatz heißt, wenn ein Fußgänger auf der Straße steht, musst du rechnen drauf, dass er auf der Straße habt und du musst so fahren, dass du nicht umfährst. Genau, ja, dann geht eher um Kennen von außergewöhnlichen Verhalten von Verkehrsteilnehmern, ja. Kennen von behinderten, beeinträchtigten Personen. 320 Trillionen Lernoperationen in der Sekunde. Das ist mehr als das menschliche Gehirn kann. Das ist mehr als das menschliche Gehirn kann. Ich glaube ganz ehrlich, dass das insofern schon ganz gut funktioniert, wenn ich mir anschaue, ja, was schon diese Smartphones können. Ja. Das Smartphone zum Beispiel, das iPhone, ja, erkennt alleine schon von seinem äußerst begrenzten Anfang, ja, wenn ich es aufhebe, dass ich jetzt aufs Display schauen will, ja, gegenüber wenn ich es so aufhebe, ja, dass ich nicht aufs Display schaue. Das ist aber das geringste Das hat aber mit Intelligenz zu tun. Naja, es hat insofern was mit Intelligenz zu tun, weil das auch ein Lernprozess ist, das hat am Anfang viel mehr gemacht. Und der Punkt ist, ich will eigentlich auf etwas anderes hinaus. Ja. Ich glaube einfach, dass man an geringfügigen Unterschieden im Verhalten, ja, sage jetzt mal ein Beispiel, ja, die ganzen Müdigkeitssensoren, die in den Autos mittlerweile eingebaut sind, ja, die funktionieren auch genauso, ja, dass die minimale Änderungen im Lenk- und Fahrverhalten des Fahrers erkennen. Ja, also ich glaube, erkennen, dass man müde ist und eine Pause vorschlagen. Ja. Ich glaube, dass das auch Fußgänger, also aufgrund von Erkennen, der Fußgänger, ja, der verhält sich jetzt ein bisschen komisch und macht das also bei den Google-Autos gesehen. Da
gibt es eine schöne Szene, ich glaube, das ist sogar auf YouTube, ja, man konnte diese Google-Autos, weil die eben so stark auf diesen Vertrauensgrundsatz oder Nicht-Vertrauensgrundsatz ausgelegt sind, ja, ein Radfahrer, ja, konnte ein Google-Auto lahmlegen, ja, indem er sich bestimmt, auf eine bestimmte Weise verhalten hat, sodass das Google-Auto gesagt hat, dem Radfahrer vertraue ich halt gar nicht, ich bleibe jetzt einmal stehen. Ja. Also der Radfahrer hat das gleich in der YouTube-Video sogar, ja, wenn man das sehr schön sieht. Ja. Und der Radfahrer hat sich gespielt mit dem Google-Auto, ja, und hat gesagt, jetzt lege ich das einmal für eine Minute warm. Ja, weil ich würde sagen, wir kennen nur die Entwicklungen sofort. Ich bin sehr skeptisch, was das ist. Also ich glaube, dass es funktioniert und ich glaube, dass es besser funktioniert als bei Personen. Also ich glaube, dass ein Computer leichter dann erkennen kann, wenn sich jemand komisch verhält oder dass überhaupt sogar wer da ist, weil ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich da drinnen was mit Thermosensoren verbaue. Das heißt, ich weiß, ich sehe eine Person, obwohl ich es gar nicht sehen würde. Also ich habe technologisch... Wir tauschen damit nur die menschlichen Fehler gegen Systemfehler. Ja, die Dinge so komplex sind, dass man mit dem technischen Systemfehler steigen kann. Schau, du hast ja ein Problem, und das haben wir ja gerade vorher in Wirklichkeit auch aufgezeigt. Durch die Computerisierung hast du ja ganz andere Security-Probleme. Nämlich Safety, Sicherheit. Einen Satz einmal, wir reden dauernd von Rechenleistung und was gut das heißt. Bitte reden wir von Risikomanagement, Projektmanagement. Vielleicht zur Information, weil ich gerade die Folie aufgebracht habe. Da. Die Mondlandung hat 7.500 Line of Code gehabt. Die Mondlandung. 7.500 Lines of Code. Die Boeing 787, 6,5 Millionen Lines of Code. Und der Mercedes S-Klasse 20 Millionen Line of Code. Und der kommende Chevrolet Volt erreicht 100 Millionen Lines of Code. Und jetzt bitte geben wir die Statistik ins Risikomanagement in Wahrscheinlichkeit, was auch nicht funktioniert. Da kommt der Deal, aber man hat schon das ist das Problem, was ich sehe. Qualität des Produktes. Dass es perfekt funktioniert und den Datenfall richtig identifiziert, ist okay. Aber in wie viel Prozent der zigtausend Dinge, die dann rumlaufen, passieren dann Fehler bei der Anzahl der Wahrscheinlichkeit, die dann vorhanden ist? Da auch noch eine Anmerkung. Auf der anderen Seite denken wir, dass durch nicht emotionale Autofahrer oder durch nicht emotionales Fahren insgesamt wahrscheinlich weniger passiert letztendlich als jetzt. Das sagst du jetzt, aber schön, und das betrunkene und sonstige Fehler. Das ist ein systematischer Fehler. Ja, ja. Wenn der einmal auftritt, dann tritt er 20.000 Mal. Weiß ich schon, aber der andere ist. Wenn der da oben ist und weg ist, dann kann ich auch. Also ich glaube, noch einmal, ich glaube, dass es im Prozess der Entwicklung einfach braucht, dass ich diese Systeme besonders unter die Lupe nehme, weil genauso wie ich relativ viel darin investiert, dass diese vielen Lines of Codes, die in einer Boeing drinnen sind, fehlerfrei arbeiten, muss ich die gleichen Aufwände in Wirklichkeit treiben, damit die Fahrzeuge... Das ist der Punkt. Ja. Das heißt, ich muss in Wirklichkeit dort in die Sicherheit, in die technische Sicherheit der Systeme relativ viel Geld investieren und nicht sagen können, naja, wird schon fahren und wird sich schon keiner einhacken und es wird schon keine wild gewordenen Autos geben, die dann irgendwelche Leute umführen, weil halt irgendwelche Fehler im Code drinnen sind. Ne? Weil das wird auch wahrscheinlich nicht so leicht verziehen werden. Ne? Weil genauso wenig wie das, wenn ein Boeing vom Himmel fällt, was gelegentlich passiert, verziehen wird, wird man verzeihen, wenn sowas bei einem Auto passiert. Ne? Und das Bewusstsein ist bei der Boeing besser. Weil da ist das Bewusstsein, wenn ein Flieger runterklatscht, ist vorbei. Weil die Piloten Beim Autoverkehr denkt eben anders an die Problematik an. So wie bei IoT, no design, no security by design. Und vor allem haben wir nicht nur die Fahrzeuge. Wenn ein Flieger hat, security by design. Aber da nicht. Ja, wenn eine Lanze für Fahrassistenz oder automatisiertes Fahren brechen, ja, wenn man sich die Unfallzahlen anschaut, ja, und vor allem die Verkehrstoten, die vernetzten weltweit und in Europa, ja, da muss man sagen, dass seit der Einführung, du hast vorher diese ganzen Levels gesprochen mit ABS, ESP und so weiter, ja, dass diese so ganz, dass diese Systeme, ja, alle schon ganz, ganz hunderte Tote in Österreich, ja, tausende Tote, Verkehrstote, Vernetzte und so weiter eingespart haben, obwohl sie bei weitem nicht perfekt funktionieren. Ja. Und ich kann mich noch sehr schön, sehr gut erinnern, wie ABS eingeführt wurde, da hat es Tests gegeben und das ist bitte auch allgemein bekannt, das ist bis heute so, dass ein ABS-gebremstes Fahrzeug einen längeren Bremsweg hat, ja, als ohne ABS, ja, auf normal in den meisten Bedingungen. Ja. Allerdings immer nur unter der Voraussetzung, ja, weil das das Problem ist, ja, dass es diese perfekte Situation, ja, dass ich das Hindernis der Bremse, ja, mit einer Vollbremse
Bremsung ja relativ selten gibt. Meistens nur die Bremsen und Ausweichen hinterher. Ja? Und da eben hat das ABS den Riesenvorteil. Ja? Das heißt, es geht gar nicht, und das ist das Interessante daran, es wird, und da ist das echt die spannende Frage, ja? Wir sind ja so eine Technikerdiskussion hier. Die spannende Frage ist nicht, ob die volle Automatisierung wird zweifellos Fehler produzieren. Ja? Oder jedes Level von diesen Automationen. Und es wird Verkehrsdruck geben, keine Frage, ja? Aufgrund von Systemfehlern. Ja? Aber ich bin 100% davon überzeugt, dass es eine Verbesserung gegenüber dem Status quo gibt, ja? Und dass es insgesamt ab einer gewissen Penetrationsrate von solchen automatisierten Fahrzeugen, ja, da wird es wahrscheinlich 10-20% Penetrationsrate geben müssen, ja, damit es passiert, aber dass ab einer gewissen Penetrationsrate die Anzahl der Verkehrstoten, der Verletzten, ja, der Verkehrsunfälle im Sachschild insgesamt, ja, zurückgeht. Aber, und das ist jetzt die entscheidende Frage, ist die eigentlich, das ist eine juristische Frage, nämlich wenn dann doch was passiert, wer haftet dafür? Ne? Und da finde ich das ja ganz interessant, da hat also Mercedes ja diesen Vorstoß gemacht, ja, und das ist ja, glaube ich, in Deutschland auch, die haben das schon dem quasi Gesetzgeber das vorgeschrieben, ja, und der Gesetzgeber hat den Ball dankend aufgenommen, ja, weil Mercedes hat gesagt, ja, wir übernehmen die Haftung, ja, deswegen, wir haben gesagt, ja, es gibt einen Fehlerspeicher, deswegen sind diesen Autos überall ein Fehlerspeicher vorgeschrieben, der die letzten 30 Sekunden alle Parameter, die es aufzeichnet, aufnimmt. Nicht? Und Mercedes hat gesagt, wir übernehmen die Haftung. Ja? Jetzt die Frage, warum hat das Mercedes gemacht? Genau, weil es eben sehr viele Leute gibt, die so denken wie die ihr, ja? Und so weiter, die sagen, so ein Auto würde ich mal nicht kaufen. Aber wenn der Hersteller sagt, ich hafte dafür, ja, dann müssen wir, das ist der Weg, um sowas überhaupt an den Mann zu bringen. Und in Deutschland hat das, ich weiß nicht, wie die Gesetzlage, die Rechtslage in Österreich ausschaut, aber in Deutschland hat der Gesetzgeber diesen Vorstoß von Mercedes mittlerweile auch gesetzlich umgesetzt. Ja, also das ist, wo er gesagt hat, wenn du Level 3 oder höher haben willst, dann musst du diesen Fehlerspeicher haben und dann musst du für diese autonomen Situationen die Haftung übernehmen als Hersteller. Ja. Das kann aber nur eine PR-Angelegenheit sein oder eine Marketing-Unterstützung für den Anfang, denn letztendlich muss immer der Anwender für etwas haften. Es geht gar nicht anders. Ja, der Anwender ist der, der das System löst. Das nehme ich auch an. Aber wir haben jetzt auch Versicherung dafür raus. Ja, und in dem Fall versichert halt Mercedes. Ja, weil auch jetzt hafte ich dafür, weil meine Bremse nicht funktioniert und ich fahre irgendwo rein. Und der Hersteller hat sich den Kriterien gemäß gemacht. Das ist seine Haftung. Ja, wenn die okay geht und in Ordnung befunden wurde, dann hafte ich auch jetzt nicht. Das ist jetzt alles bei der Versicherung nicht anders. Wenn du vorsätzlich etwas tust, hast du genau die gleiche Haftung und die Versicherung steigt auch aus, wenn ich dumm bin. So ist es. Ja. Ich wollte noch was anderes sagen. Es hat sich ja auch mit der Softwareentwicklung die Güte der Software und die Systeme, die Software Güte gewährleisten sollen, ja schon gewaltig verbessert. Und ich denke, wenn wir in der Jugend Lockdown Programme gemacht haben gegenüber heute, objektorientiert und alles das, was schon in der Folge ist, ist schon ein ungeheurer Unterschied und das wird sich weiterentwickeln. Du hast noch viermal so viel, was ich unterschiede. Natürlich, aber das wird sich weiterentwickeln müssen noch. Und wo ich Probleme dieser Sicht sind die Interferenzen dieser Systeme. Also das Auto erkennt hinter mir fährt einer zu schnell und vor mir bremst einer, was macht das Auto dann im richtigen Moment? Diese Interferenz der möglichen Handlungen, wie kann die man... Die dann gar nicht mehr alle, die wir autonom sind. Naja, das wird es auch dort, wird es Situationen geben, wo das System eben, so wie es uns auch natürlich geht, die Entscheidung, was mache ich in einem bestimmten Augenblick, wo sich zwei Ziele oder drei oder fünf oder zehn widersprechen. Und was machen Sie, wenn Sie drin sitzen? Ja, Das ist ein Dilemma. Wie man diese Dinge weiterentwickelt. Im Prinzip brennen wir noch zwei Themen, wobei ich weiß nicht, was noch alles kommt, aber jetzt die Frage, warum sich das entwickelt und jetzt die Frage diskutiert wurde, ob autonomes Fahren Standard wird oder nicht. Ein wichtiger Faktor fehlt und das ist der Faktor Mensch. Wenn der Mensch heutzutage seine Autonomie, um von A nach B zu kommen, abgeben möchte, dann gibt es diese Möglichkeit. Längst. Ich kann autonom, ohne dass ich ein Fahrzeug lenke, von Wien nach Salzburg kommen.
Ich kann um 11 am Abend, wenn sich jetzt für alle auf die Uhr schaut, 1:30 wenn ich ins Café Republik gehe und mir das zweite Set anhören. Ja? Ohne dass ich ein Fahrzeug kriegen muss. Ich tue das, ich habe kein Auto, viele Leute haben ein Auto. Viele Unfälle passieren deswegen, weil Autofahren ein Fetisch ist, weil die Herrschaft über die Maschine, jetzt kann ich dir mal eine emotionale Situation einfach so, ich habe eine Potenz. Ja, komm auf das ein bisschen zurück. Okay, ja. Und das wird ein ganz, ganz wesentlicher Fall. Das vielleicht bei meinem Vater fertig. Eine Geschichte kann man auch noch, das passt jetzt noch ganz gut, weil wir es früher gerade diskutiert gehabt haben. Ja, es wird auch da drinnen ethische Fragen geben. Weil manchmal wird es eben Dinge geben, auch wenn alle autonomen Fahrzeuge so fahren, dass unvorhergesehene Situationen passieren. Und dann muss ein Computer Entscheidungen treffen. Und da gibt es ja diese Thematik wie Trolley-Paradoxon heißt, glaube ich, wo man quasi als eine Eisenbahnlinie hat und das rollen quasi Waggons los und man kann sich dann als Weichensteller überlegen, wen soll es treffen. Ne? Und ich kann ja die Weiche nur auf diese zwei Gleis schicken, die zur Verfügung stehen. Auf dem einen stehen ein abgestellter Wagen mit 100 Leuten drinnen und auf der anderen Seite ist Mutter mit Kind. Und jetzt kann ich mir entscheiden, sozusagen, wen soll es treffen, aber irgendeinen von den zwei trifft es. Und genau solche Entscheidungen wird irgendwann einmal ein Computer auch treffen müssen. Und da gibt es natürlich auch derzeit schon spannende Dinge, dass man sagt, naja, man muss ja dann dem Computer beibringen, wie er in so einer Situation entscheidet. Weil diese Entscheidung muss der Computer dann treffen. Und er kann sich nur überlegen, rechts oder links, weil bremsen geht sich nicht mehr aus. Und was tut er? Und da sind also Dinge drinnen, wie zum Beispiel, schütze ich meine eigenen Insassen lieber oder schütze ich lieber jemanden, wenn es mehr sind auf der Straße draußen, mehr Personen. Ne? Also auch da würde ich mir als Besitzer des Fahrzeuges eigentlich denken, naja, ich habe mir die Kisten gekauft, das sollte eigentlich mich schützen, ne? Bevor es... Das ist das, was Mercedes macht. Ja, also... Klar, ja, aber das sind natürlich, sage ich jetzt einmal, Fragen, die total ins Ethische dann reingehen, wo ich sage, was soll ich der Maschine eigentlich beibringen? Ne? Weil aus einer menschlichen Sicht wäre es natürlich, gut, ich bringe dann meinen Mitfahrer um und schütze dafür die 20 Leute, die auf der Straße stehen, die ich sonst umführen würde. Ne? Eh nicht, aber wie gesagt, ja. Klar, ja. Gut. Ein weiteres Thema, in das wir jetzt kommen, ist, wenn wir solche Fahrzeuge haben, dann produzieren die haufenweise Daten. Und ich habe ein Firmenfahrzeug, BMW, ohne allzu viel von diesem Schnickschnack, also ich habe mir nicht alle Fahrassistenten reinkonfiguriert, die es gab. Mir hat vor kurzem meine Werkstatt angerufen und hat gesagt, Herr Isinger, ich wollte Sie nur sagen, also wir könnten uns einen Termin ausmachen, weil Ihr Service war radfällig. Irgendwie machen mich solche Dinge immer unrund, weil eigentlich würde ich gerne aufgrund der Anzeige auf meinem Armaturenbrett meine Werkstatt anrufen und sagen, mein Auto hat mir gesagt, ich habe noch 1000 Kilometer und ich hätte mir jetzt gerne einen Termin ausmachen. Also ich hatte ein ungutes Gefühl dabei. Ne? In Wirklichkeit ist aber das genau das, über das wir da reden. Ja? Das Fahrzeug weiß alles, das weiß, wie lange es gefahren ist, es weiß, wann es zum Service muss, es weiß, was fehlt. Ich vermute, er weiß auch, wie viel AdBlue bei meinem Diesel fällt, das nachgefüllt gehört und andere Dinge. Hat mich ein bisschen erinnert an das Jahr 1989, glaube ich. Da habe ich in einem Rechenzentrum gearbeitet und bei uns der Portier in der Nacht, weil das war ja 24 Stunden besetzt, steht ein Techniker vor der Türe, läutet an, Portier macht ihm auf, sagt er, ja, bitte, was wollen Sie? Sagt er, ja, der IBM-Mainframe da hinten hat gesagt, ich habe repariert. Deswegen war ich jetzt da. Ne? Also so ähnlich habe ich mich gefühlt. Das ging im 90er Jahr mit Mainframes auch schon. Jetzt kennen es die Autos auch. Das heißt, das Auto hat natürlich eine irrsinnige Anzahl an Informationen. Und die Frage ist, wen interessieren diese Daten? Und die zweite Frage ist natürlich auch, wem kehren die? Also erste Frage, wie viele Daten sind es? Es ist bei einem selbstfahrenden Auto rund 1 GB an Daten in der Sekunde, die produziert werden.
Das wird wahrscheinlich nicht alles aufgehoben, weil es nicht alles so spannend ist, aber ich kann natürlich viele der Dinge aufheben und ich habe natürlich Position, Geschwindigkeit, Ort, wo ich mich befinde, bis hin zu, wie oft hat der Gurtstrafer angesprochen. Wer könnte an solchen Informationen interessiert sein? Naja, die Hersteller sind natürlich sehr interessiert an den Daten. Wer aber noch interessiert sein könnte, sage ich jetzt einmal, ist die Versicherung. Wenn eine Versicherung nur wüsste, wie oft der Gurtstrafer angesprochen hätte, könnte ich daraus schon eine andere Versicherungsprämie kalkulieren. Ja. Weil wenn der öfters anspricht, zahlst du mehr. Nur alleine aus dieser einen herausgegriffenen Information. Bei der Polizei, also falls wir in Zukunft noch selber fahren, brauchen wir ja keine Section Control mehr, weil ich könnte den Drucker eigentlich gleich für die Tickets im Auto montieren. Sobald ich auf der Autobahn über 130 komme, druckt er mir einen Zettel aus. Das ist für die Grunddrucker, ja, das kommst du auf so ein Vertrauenssystem, willst du bezahlen, ja, nein. Ja. Willst du bezahlen, ja, nein, kommt ja gar nicht, wird abgebucht. Ne? Aber andere, die es natürlich auch interessieren könnte, ist ASFINAG. ASFINAG würde Informationen haben, keine Frage. Weil der ASFINAG als Autobetreiber, also als Straßenbetreiber, würde diese Informationen natürlich irrsinnig viel weiterbringen, weil die müssten nicht mühsam mit Kameras ihre Straßen überwachen, die wüssten exakt genau, was da passiert. Also die ASFINAG hat durchaus Interesse daran, diese Daten zu bekommen. Ich habe geschrieben Amazon. Das lässt natürlich, jeder Händler wüsste bestimmte Dinge von mir und das war spannend. Amazon nur als plakatives Beispiel. Bei manchen denke ich mir, die Ehepartner hätten es auch ganz gern gewusst. Ne? Also wenn ich am Abend vielleicht irgendwo anders bin, als mich meine Frau vermutet, durchaus nicht unpraktisch. Also bei den Handy-Apps jetzt schon. Hast bei den Handy-Apps jetzt schon, aber mit dem Auto war es natürlich ein zusätzlicher Beweis, weil das Handy kannst du ja vielleicht auch dran, ne? Aber mit dem Auto wird es schwieriger. Ne? Also es gibt sicher eine Vielzahl von Entitäten, die natürlich die Daten gern hätten. Jetzt die Frage, wem gehören sie? Sie haben ja Kommentare dazu. Ja, erstens einmal die erste Generation von Encanto Go in Wien, ja, haben ja diese Inko-Punkte-System gehabt, ne, dass die anzeigen können, wie Spaß man und wie super du fährst und so weiter. Und ich habe mir auch mal einen Spaß draus gemacht, weil ich sonst immer ein sehr sparsamer Fahrer bin, ja, und ich wollte einmal wissen, wie niedrig man diese Punkte kriegen kann. Ja. Und bin also wirklich mehr gesenktes Auffahren. Ja, ich gebe es zu. Ja, und dann ist tatsächlich auf dem Display gekommen, ja, eine Meldung, ja, bitte mäßigen Sie Ihre Fahrweise, ja, und wenn ich da jetzt so weitermache, könnte ich meinen Zugang zu Car2Go, ja, sozusagen verlieren, ja, ist tatsächlich, also es sind gewisse Meldungen gekommen, ja. Aber was anderes, was noch sehr, sehr realistisch an der Versicherung da draufstehen hast, ja, das wird das im Zuge einer Recherche mal gemacht. Es gibt ja auch in Österreich das Angebot von Versicherungen, dass du dir Castle einbauen kannst. Ich glaube, die Generale also bietet das an, ja, dass du dir Castle einbaust, dass die den Daten sammeln, ne? Und dann zahlt man ihnen ihre Prämie. Ja. Das ist in Österreich gerade nicht so der Hit. Ja. Aber wo das ein ziemlicher Hit ist, ist in Italien, ja, wo ein großer Teil vor allem der jungen Autofahrer solche Castle freiwillig drinnen hat. Ja. Und das liegt daran, dass in Italien für junge Autofahrer die Versicherungsprämien so exorbitant hoch sind. Ja, und das ist halt die Möglichkeit, wie du sozusagen mit einer günstigen Prämie erfasst. Ne? So, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wir haben das also schon mal sehr ausführlich einen Abend lang diskutiert, ja, inwieweit das also ethisch vertretbar ist, ja, geschäftsethisch, ja, was man sagt an Kunden, dafür, dass du dich überwachen lässt, ja, biete ich dir einfach ein günstiges, mache ich dir ein günstigeres Angebot. Ja. Zum Beispiel, wenn bei Amazon draufsteht, nicht, dafür, dass du alle deine Bewegungsdaten an Amazon schickst, kriegst du 10% Rabatt auf alle Amazon-Artikel. Wie würde das annehmen? Macht ja die Sozialversicherung bei den Krankenkassengebühren auch. Vor allem möchte ich noch hinweisen, weil dann was der Freiwilligkeit plötzlich eine Verpflichtung wird für alle. Ne? Genau. Naja, bei Kunden kann ich nur entscheiden, ob ich es herzeige oder nicht beim Einkauf. Nicht? Aber wenn ich sage, ich schicke jetzt von meinem Navi-System, ja, sind die Bewegungsdaten permanent an Amazon, ja, dann hat das schon eine andere Dimension, ja, als wo ich dann entscheide. Wenn man in Wirklichkeit, das ist jetzt ein spannendes Thema, das wir am Montag quasi behandelt werden, im Zuge des IGF. Internet Governance Forums, wo es geht um Sicherheit versus Freiheitsrechte. Ja. Weil jetzt kann man natürlich sagen, bei dem Auto, wir haben da die Chance, mit den Fahrassistenten und diesen ganzen Dingen die Sicherheit dramatisch zu erhöhen. Und du hast das ja vorher eh schon gesagt, auch mit den ganz, ganz Simplen ist da schon sehr viel passiert und ich glaube, da wird auch noch sehr viel passieren. Das heißt, diese Technologie trägt dort sicher bei der Sicherheit
der Personen auf der Straße zu erhöhen. Auch das E-Call-System als Beispiel wird dazu beitragen, dass weniger Leute sterben, weil die Hilfe schneller kommt, als Beispiel. Auf der anderen Seite habe ich natürlich aber das Thema, dass ich damit in Wirklichkeit Bewegungsprofile von allen Österreichern sammle. Und die Frage ist, wer hat Interesse an Bewegungsprofilen von allen Österreichern? Wenn ich mir geschützte Berufsgruppen anschaue, von Anwälten und Journalisten, ist das ein massives Problem schon. Der Otto-Normalverbraucher kann natürlich sagen, mir ist das jetzt wurscht. Aber wenn der Journalist mit dem Auto quasi seine Berichte macht und irgendwelche Leute trifft, ist natürlich aufgrund des Ortes, wo er sich befindet, ablesbar, was der jetzt da tut. Damit ist in Wirklichkeit die freie Berichterstattung gefährdet. Es ist auch in Wirklichkeit ein bisschen die Bewegungsfreiheit gefährdet. Weil wenn ich Leute überwache, verhalten sie sich anders, als wenn sie nicht überwacht werden. Also überlegen wir vielleicht, ob ich bestimmte Dinge tue. Also du hast gesagt, fahren, wer will es auch. Aber es gibt ja andere Dinge, zum Beispiel auch an einem bestimmten Ort zu sein, zu einer bestimmten Zeit. Auch daraus lassen sich bestimmte Rückschlüsse zurückführen. Also nehmen wir an, wir wollen uns einer politischen Kundgebung gehen und wollen dort unseren Unmut irgendwie, wenn ich mit dem Auto dort hinfahre, ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit, dass ich dort hingehe, wenn dort gerade eine Versammlung ist. Also solche Dinge beeinflussen natürlich auf jeden Fall auch quasi Freiheitsrechte auf der anderen Seite. Es ist auf der anderen Seite aber natürlich auch positiv. Ne? Es gibt da viele alltägliche als Beispiel. Ich glaube, dass jeder von uns schon mal passiert oder jeder von uns einmal macht. Ne? Du bist eingeladen von deinem Chef zu einer Besprechung, zu einer zweistündigen Geschäftsbesprechung irgendwo, ja, wo du hinfahren musst mit dem Auto. Und du weißt ganz genau, das ist eine wöchentliche Besprechung, dass die erste halbe Stunde völlig uninteressant für dich ist. Ja? So, und jetzt ist die spannende Frage, du fährst gerade rechtzeitig weg, dass du es schaffen könntest, am Anfang dort zu sein, aber in Wahrheit, ja, hast du jetzt gerade Lust auf einen Kaffee oder irgendwas. Ja? Und du weißt, die erste halbe Stunde ist eh sinnlos. Ja? Fährst du jetzt, wenn du nicht überwachst, ja, zum McDonalds und holst dann noch, gehst natürlich auf einen Cappuccino oder was auch immer, ja, und kommst eine halbe Stunde zu spät und sagst, na sorry, ich bin im Stau gestanden oder was auch immer. Ja, ja, das ist es aber, ja, aber wenn ich weiß, dass potenziell mein Arbeitgeber, weil du Flugbadmanagement, wenn das ein Firmenauto ist und so weiter, ja, der Chef sich anschauen kann und sieht so, du warst nicht im Stau, sondern du bist auf einen Kaffee gegangen, es ist absichtlich um eine halbe Stunde zu spät gekommen, ja. Würdest du da noch auf einen Kaffee gehen? Dann hast du einen Kaffee aber auch nicht für den Kreditkarten zahlen. Ne? Aber ja, gut, mit der Firmenkreditkarte machst du das eh nicht. Ne? Bei den ganzen Sachen ist doch das Smartphone wesentlich gefährlicher und wird für die ganze Zeit. Ich wollte gerade fragen, ob ich nicht auch jein. Das Smartphone ist auch immer eine sehr wichtige Frage. Jein. Weil das Thema, das ich natürlich habe, ist, wem kehren die Daten? Ja, genau. Vorschläge? Nein, gehören tun sie natürlich dem Eigentümer oder in dem Fall Besitzer dieses Geräts, ja, dem gehören sie einmal. Nein. Na sicher. Andere Vorschläge? Dem Softwareerzeuger. Nein. Dem Provider. Also Antwort ist, die Daten kehren niemandem, weil es gibt kein Recht auf Besitz von Daten. Gibt es nicht. Daten kann man nicht besitzen. So. Dann brauche ich keinen Vertrag unterschreiben. Das Einzige, was es gibt, ist, und die Frage, und das kommt auf der nächsten Seite, gilt das Datenschutzrecht. Ja. Wenn es niemandem gehört, gibt es keine Eigentümer. Naja, nein, die Thematik ist, wer hat die Daten? Die Daten hat in Wirklichkeit der Fahrzeughersteller. Weil ich habe es ja gar nicht. Datenschutz wird immer nur für Personenbezogen. Genau, also das Fahrzeug überträgt Fahrzeugdaten an seinen Hersteller. Und da ist dann die Frage, personennahe Daten oder personenbezogene genau. Daten sind sicher nicht, die sind nämlich im Datenschutzgesetz genau. Explizit aufgezählt. Genau, aber jetzt nehmt einmal das Beispiel von meiner Karre. Ja. Meine Karre hat offensichtlich mit BMW geplaudert, weil sonst könnte man die BMW-Werkstatt nicht anrufen. Ja. Sie hat gesagt, also du hast nur mehr 1000 Kilometer bis zum nächsten Service. Die Daten habe ich zwar, weil sie an meinen Apparaturenbredel sind, aber ich habe sie nicht einmal in der Hand. Ja? Also die Daten sind übertragen zu BMW und liegen irgendwo in einem BMW-Rechenzentrum. Ich weiß ja nicht einmal, was die von mir gespeichert haben oder von meinem Fahrzeug gespeichert haben. Ja? Das zweite Thema ist, und das ist natürlich das, was sofort der Hersteller ins Feld bringen würde, naja, ich weiß ja auch nicht, wer in dem Fahrzeug sitzt.
Oh ja, sonst hätte ich nicht anrufen können. Nein, ich bin der Zulassungsbesitzer oder Inhaber des Fahrzeuges. Das heißt, er hat mich deswegen angerufen, aber es könnte ja wer anderer fahren damit. Also es könnte ja meine Frau fahren damit, das Beispiel. Um die Daten verarbeiten zu können, genügt aber gewisse Wahrscheinlichkeit schon. Und alle Verarbeiter arbeiten mit der Wahrscheinlichkeit, mit der gut. Die Daten eine gewisse also Argument ist, das sind keine personenbezogenen Daten, es sind fahrzeugbezogene Daten und ich habe ja keine Ahnung, wer da drin hockt. Aber es sind personenbezogene Daten. Nächster Schritt, deine Fragestellung. Wenn das ein Firmenfahrzeug ist und geregelt ist und irgendwie nachvollziehbar ist, dass ich als Arbeitnehmer dieses Fahrzeug zu dieser Zeit benutzt habe, dann sind die Daten plötzlich personenbezogene Daten. Weil ja nachvollziehbar ist, dass du beim McDonald's auf einem Kaffeestäblein bist. Ja? Nein, ich bin keine Personenbezogene Daten. Na, ja, zu dem Zeitpunkt schon, weil der Chef weiß, dass er das Fahrzeug, das zu seiner Flotte gehört, zu dem Zeitpunkt ihm überlassen hat. Das heißt, ich verknüpfe die personenbezogenen Daten mit den fahrzeugbezogenen Daten und daraus werden das sozusagen schützenswerte Daten. Aber korrigieren Sie mich bitte, im Datenschutzgesetz steht eindeutig drin, was personenbezogene Daten sind, die sind explizit aufgezählt. Alles, was dort nicht drinsteht, sind keine personenbezogenen Daten. Mein Körper nenne ich zum Beispiel, den ich sehr wohl als personenbezogene Daten bezeichnen und wird es als relevant erachten, wenn ich in irgendeiner Masse nein, so bleibe. Nein, es gibt speziell schützenswerte personenbezogene Daten und allgemein personenbezogene Daten. Ja. Er hat da gerade Gesundheitsdaten, ja. Nachdem es profilierbar ist auf ihn, ja. Du kannst ein Profil daraus machen, man weiß, wer das Fahrzeug lenkt zu dem Zeitpunkt. Und somit ist es schon personenbezogen, weil ich eine Verbindung zu seiner Person herstellen kann. Das ist eigentlich das, also die Daten, die der BMW erhält, die Daten, die der BMW erhält, sind keine personenbezogenen Daten. Es geht um die Anonymisierung von Daten, die ich tue. Es ist gar nicht anonymisiert. Ich kann einen Link herstellen. Ja, eben. Und daher sind sie zu wenig anonymisiert. Ja. Zu wenig anonymisiert. Und da haben wir einen Riesenstreit momentan. Also wir haben zu dem Thema einen Riesenstreit momentan, weil es gibt eine Kampagne von Automobilvereinen, ÖMTC zum Beispiel, spielt da mit der FIA auf europäischer Ebene. Meine Daten gehören mir sozusagen und das geht genau in diese Richtung, ja, weil es derzeit nicht geregelt ist, wer sozusagen das Verfügungsrecht über diese Daten hat und ob BMW nicht hergekommen und diese Daten quasi. BMW hat einen Vertrag, wo das festgelegt ist, also vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ein anderer Autohersteller, wo ich nicht einen expliziten Vertrag unterschrieben habe, wo drinnen steht, was ich tue damit als Autohersteller, der kann in Wirklichkeit damit machen, was er will, weil es keine personenbezogenen Daten sind. Also er kann diese Daten einfach zum Beispiel der Polizei in die Hand drucken. Gutes Beispiel, TomTom war irgendwann einmal in der Zeitung, weil die haben Navigationsdaten und wo die Leute herumspazieren gefahren sind, an die Polizei verkauft. Gesammelt als quasi Datenpackage. Und die Polizei hat daraufhin quasi nachgeschaut, auf welchen Bereichen die Fahrzeuge besonders schnell fahren oder wo man irgendwas tun müsste oder wo sich vielleicht eine Laserüberwachung besonders auszahlen würde. Also das war quasi das, was aus diesem TomTom-Verkauf rausgekommen ist. Aber TomTom ist vergleichbar mit diesen fahrzeugbezogenen Daten, weil das nichts anderes ist. Ne? TomTom hat mitgeschrieben, wo die Leute zu dem Zeitpunkt waren, waren keine Personen verbunden und man hat das Ganze als Bulk sozusagen der Polizei in die Hand gedruckt und die sind dann draufgekommen, dass weiß nicht am Handelsgehen unten mit der Laserpistole stehen müssen, weil da können sie was verdienen. War in Holland, glaube ich, war nicht in Österreich, ja, aber war jetzt nur ein Beispiel. Der würde den Verträgen wieder auch nicht geben, weil er muss den Zweck der Datenverarbeitung angeben. Und das kannst du nicht einfach sagen, jetzt habe ich den Zweck für, und das gibt es der Polizei. Naja, so nachdem es keine personenbezogenen Daten. Damit fallen sie nicht unter den Datenschutz. Sie sind nicht ausreichend anonymisiert bei Personen. Nein, es ist, gibt keine Verbindung. Also das Fahrzeug im Rechenzentrum des Fahrzeugherstellers weiß nicht, wer mit dem Auto gefahren ist. Damit sind es keine personenbezogenen Daten. Ah, Moment. Dieses Beispiel, ja, das funktioniert. Ja, weil im Prinzip jedes moderne Auto hat zum Beispiel, also die meisten viele moderne Autos haben zum Beispiel Fahrerprofile, ja, das heißt, wenn unterschiedliche Leute fahren, die schlüsselbezogen sind oder anhand erkannbar sind, anhand des Mobiltelefons, das gerade über Bluetooth gekoppelt ist. Ne? Also das ist eine Verpflichtung. Es gibt eine Verpflichtung, dass man sagt, wer fährt. Das ist ja, glaube ich, kann wahrscheinlich eine Schlüssel ziehen. Ja?
Gut, die Frage ist aber auch, ob das personifiziert ist, tatsächlich. Ja. Ob du drauf bist, du bist das du, oder ich nur weiß, dass es zwei Fahrer gibt. Der eine fährt wie eine gesenkte Sau und die andere ist eine gemütliche. Ne? Naja, ganz ehrlich, wenn du jetzt die haben ja dich angerufen. Ja, naja, weil ich ja quasi der registrierte. So, wenn du über Bluetooth das Handy koppelst und einen Telefonanruf tätigst, weiß das Auto, dass du in dem Moment ja, die Telefonnummer ja, ja. Und damit ist. Kann BMW zum Beispiel sagen, ja, in dem Moment, wo sie dich angerufen haben, warst du wahrscheinlich gerade da. Wahrscheinlich. Das ist heißt, ein schlechtes Beispiel, wenn du dein eigenes Handy hast, als die GPS. Ja, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich bin ein schlechtes Beispiel. Ja. Ich habe nämlich die Fahrerprofile nicht und ich habe auch, also... Auch nicht Bluetooth gekoppelt. Bluetooth gekoppelt schon, aber die Frage ist, was von dem wirklich... Aber kann ich beruhigen, mein Service steht, du rufst mir auch rechtzeitig zum Service Termin an und mein Opel hat überhaupt keine Systemeinrichtungen drin. Die schauen einfach auf den Zeitablauf. Ne? Ja, was die schon einbaut haben, weißt du das gerade? Nein, mein Opel hat die Sicherheit drin, der ist 20 Jahre alt. Mit links beim tun sich ja da noch andere Abgründe auf. Ja? Wenn die Autohersteller, ja, um das Auto ordentlich zu testen, zum Beispiel Lärmmessungen im Fahrzeug machen, dann haben sie das Mikrofon auch noch auftraut. Ah, ja. Ja, bitte, tut ja nichts sagen, was ich da werde. Genau. Übrigens, für diejenigen, Entschuldigung, weil wir Alexa gerade gehabt haben, für diejenigen, die es sehen wollen, auf der Facebook-Seite von der Digital Society habe ich gepostet einen kleinen Film über eine Familie, die mehrere solche Assistenten einsetzt im Haus. Der ist auch ganz lustig. Im Club Computer gibt es demnächst bitte einen Vortrag zu dem Thema. Ja. Wenn es VW hat, also bei VW, ich weiß nicht, wie es beim BMW ist, wahrscheinlich ähnlich und so weiter, ich war jetzt sehr relativ überrascht, ja, sind im Schlüssel, im Fahrzeug Schlüsseldaten gespeichert, ja, vom Fahrzeug, zum Kilometerstand und so weiter, ja, der cool. Ja, also ich gehe zum VW, zur VW-Werkstatt, ja, und der will. Und der braucht so einen Kilometerstand und so weiter, der legt einfach den Schlüssel in sein Riesengerät, schaut und liest den Kilometerstand aus den aktuellen von Fahrzeugen. Ich glaube aber nicht, Aber ich glaube nicht, dass das im Schlüssel gespeichert ist, sondern dass der die Fahrzeuginformation ausliest. Ja, aber nachdem mein Auto keine Konnektivität zum Internet hat, muss das im Schlüssel gespeichert sein, weil das kann es nicht auslesen. Spannend. Also ich hätte eher gedacht, dass sie... Haben es trotzdem im Grundsätzlichen nicht wirklich einverstanden erklären damit, dass man sagt, die Daten gehören niemandem. Denn grundsätzlich ist jeder für sich verantwortlich, welche Signale, Daten er sozusagen zur Verfügung stellt. Und wenn Sie jetzt ein Fahrzeug übernehmen, muss da drinnen stehen, dass Sie bereit Erklärung haben, dass diese Daten übertragen werden. Wenn nicht, ist das sicherlich ein Missbrauch der Ihnen gegebenen Möglichkeiten. Also die Daten selbst, ob ich jetzt angenommen von mir, also ich weiß nicht, meine Zähne putze vor dem offenen Fenster oder im geschlossenen Milchglas-Badezimmer, das ist meine Verantwortung sozusagen. Der Nachbar kann mir zuschauen oder auch nicht, je nachdem, ob ich ihn lasse oder nicht. Das sind meine Daten einmal, die ich entweder hergebe oder nicht. Ich bin der Besitzer meiner Daten. Sie sprechen über personenbezogene Daten. Dort gibt es Datenschutzgesetz. Ja, nicht nur. Ich bin auch der Besitzer meiner Wohnung und die Daten, die diese Wohnung einem Betrachter ermöglicht, das sind auch nur Objektdaten. Nein, also da kann ich mir nicht wirklich einverstanden erklären mit dieser. Ich kann sie zugänglich machen. Das liegt in meiner Verantwortung und in meinem Recht. Das Problem ist, ich habe es nicht einmal. Ja, aber der Hersteller, der das übergibt, und das muss er sagen, diese Daten hole ich mir von Ihnen. Und dann müssen Sie irgendwo wurscht, so wie es beim Wirt ist. Es gibt keinen irgendeinen Kaufvertrag, den ja, sowas, sowas und dann müssen. Habe ich die Wahl zu sagen, ja. Nein, dann kaufe ich das Auto nicht. Richtig, die meisten ja. Leute werden dann sagen, ich will aber dieses Auto. So ist es ja mit dem Handy letztlich. Und werden das akzeptieren, ähnlich wie es jetzt heute ist. Handy ist es genau das Gleiche. Handy ist es das Gleiche. Also ich muss man auch dazu sagen, bei BMW steht drinnen, ich habe das Recht, die Datenübertragung quasi disablen zu lassen. Das steht dort im Vertrag drinnen. Bin mir aber sicher, dass es andere Verträge gibt, wo solche Dinge nicht drinnen stehen.
Seite 357. Gut. Na, also vielleht auch noch dazu. Das Faktische wird schon so sein, wie Sie sagen. Aber vom rein rechtlichen Standpunkt her kann es nicht so sein. Der Vertrag über BMW Connected Drive, wie es ja da heißt, ist länger als der Kaufvertrag fürs Fahrzeug. Der Kaufvertrag fürs Fahrzeug ist, glaube ich, 4 Seiten und der Connected Drive, glaube ich, waren 17 Seiten. Das glaube ich, ja. Man könnte natürlich nach 2 Jahren dann anfordern nach Datenschutzgesetz, was alles gefällt. Genau, die personenbezogenen Daten natürlich. 2 Dollar sind wir jetzt im ganzen Winter vom Kreuz. Gut. Wie verändert sich die Mobilität und wie wird sich die Veränderung der Mobilität unserer Gesellschaft verändern? Ich glaube, vorher waren wir dort schon ein bisschen. Also wir sehen es ja jetzt schon, dass also in Wirklichkeit der Appetit von Jungen, vor allem in der Stadt Lebenden, ein Auto zu besitzen, abnimmt. Und auch dieses, ich definiere mich über die Größe des Fahrzeuges, das ich fahre, nimmt dramatisch ab. Also das Statussymbol Fahrzeug, das vor 20 Jahren noch definitiv so war, ist zumindest bei der jungen Generation dramatisch weniger. Zweites Thema ist damit, es sägen Fülle damit, es praktisch an, so eine Karre nicht zu besitzen und andere Modelle dafür zu verwenden. Du hast das eh gesagt gerade auch, und ich glaube, Sie haben es auch gesagt, in dem Umfeld Carsharing ist natürlich ein Thema, das natürlich mit dem spannender wird, weil ich sage, ich kaufe mir die Karre gar nicht mehr, ich brauche keine Garage, ich brauche mich nicht um einen Abstellplatz kümmern, ich brauche das Zeug nicht reparieren, wenn es hin ist, ich brauche mich nicht darum kümmern, hat natürlich einen spannenden Effekt mit dem Carsharing. Das heißt, ich habe halt irgendwo auf der Straße Autos rumstehen, ich gehe hin und öffne die mit meiner App. Diese Dinge sind ja erst möglich geworden durch die Digitalisierung, weil, ich sage jetzt einmal, früher war Carsharing schwieriger geworden, weil dann hätte ich das Auto irgendwo in einer versperrten Kosten hinterlegen müssen. Also das gab es ja auch schon, aber so richtig zum Durchbruch haben diese Apps eigentlich geholfen, weil erstens einmal, ich weiß, wo die Karre rumsteht, ich sehe das auf der App, und zweitens einmal, ich brauche nicht irgendwo einen Schlüsselsafe und das aufsperren, sondern ich gehe dort mit meinem Smartphone hin und fahre mit dem Ding weg. Also das sind Dinge, die sozusagen die Technologie erst ermöglicht hat. Aus meiner Sicht, und ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen, auch, Uber ist ja jetzt in Österreich wieder gerade in wilder Diskussion zum Thema, ist denn das überhaupt erlaubt? In Österreich ist es deswegen mehr interessant, dass die Österreicher sagen, nein, es ist nicht erlaubt, weil in Österreich ja Uber ausschließlich über Fahrtendienste fährt. Also ich bin ja sehr viel im Ausland unterwegs und in anderen Ländern ist es ja so, dass Uber ja tatsächlich von Otto Normalverbraucher quasi gefahrene Autos sind, wo ich einfach auf der App sehe, dort ist in der Nähe ein Fahrzeug, ich schaue, wie mir das jetzt von da nach da kosten wird und mich holt halt der Fritzl mit seinem Privatfahrzeug ab und führt mich irgendwo hin. Also das ist in Österreich ja eh klar, dass das nicht geht, weil mit unserer Gewerbeordnung und unseren Regulierungen kann das nicht gehen. So, erledigt. Ja. Und über das streiten sie natürlich auch in vielen anderen Ländern, wenn man dort sagt, naja, wir haben ja die Gewerbeordnung nicht deswegen nur, damit wir sozusagen ein Geschäft machen, sondern eigentlich geht es ja um den Schutz des Konsumenten, weil ich weiß ja nicht, wie das Fahrzeug beieinander ist, wo da einer einsteigt und ich weiß ja auch nicht, was da mit dir passiert dann und ob das den Reglementierungen entspricht und ob die Qualität passt. All diese Dinge, um die geht es eigentlich ja sozusagen bei der Regulierung von der Idee her, also dass man nicht irgendeinen Fahrer hat, der die Passagiere umbringt oder der es gegen die Wand fährt. Uber hat ja dafür auch ein Prinzip eingeführt, nämlich die Bewertung der Fahrer. Das heißt, ich wäre sozusagen aufgefordert, nach einer Uberfahrt, der Fahrer bewertet mich und ich bewerte den Fahrer. Und wenn der irgendwie deppert war, dann kriegt er eine schlechte Bewertung und wenn die anderen Leute sagen, der hat eine schlechte Bewertung gehabt, dann fahren sie mit dem nicht mehr. Also dort ist ja quasi dieses Regulativ in die App eingebaut. Es werden keine Fahrten vermittelt von Uber. Gut. Aber wenn es vorher ist, ja. So, in Österreich ist es jetzt so, dass Uber gesagt hat, okay, wir machen das mit Otto von Normalverbrauchern nicht. Wir verwenden ausschließlich Fahrtendienste und wir beauftragen die Herrschaften, die normalerweise Airport-Service spielen und vermitteln denen Fahrten. Und jetzt ist gerade in Wien entschieden worden, geht nicht, weil ein Fahrtendienst muss sich seinen Auftrag in der Zentrale abholen. Also der wird in Stein gemeißelt
und die steingemeißelte Tafel wird dann dem Fahrer in den Kofferraum gelegt und dann fährt er los. Hintergrundargumentation dazu ist, diese Herrschaften, die Fahrtendienste spielen, also die mich normalerweise am Flughafen führen, die sind ja keine Taxifahrer und dementsprechend haben sie keine Taxiprüfung. Deswegen brauchen sie Vorbereitungszeit, weil sie müssen sie in der Zentrale hinsetzen, schauen, wo wohnt der Werner und wo ist der Flughafen, müssen sie das einprägen und können erst dann losfahren und können den Passagier ordentlich abliefern. Das ist das Argument, warum man sozusagen verbietet, dass man über die App direkt die Fahrten an das Fahrzeug vermittelt. Ja, also jetzt kann man sagen, hat vielleicht in der Vergangenheit einen Sinn gemacht, wie wir noch keine Navigationssysteme haben, aber in der heutigen Zeit käme mir diese Verordnung renovierungsbedürftig vor. Ja. Ich verstehe schon, warum man versucht, sich auf das zurückzubeziehen, weil natürlich die Oberfahrer Mitbewerb in dem Umfeld sind, aber mir käme vor, dass es gescheiter war, das Ganze so zu reglementieren, dass es ein gerades Spielfeld gibt und dass man halt bestimmte Dinge einführt, die halt alle einhalten müssen. Aber mir kommt vor, dass sich auf das zurückzuziehen, dass man da sagt, naja, jetzt musst du deinen Fahrauftrag quasi direkt in der Zentrale abholen und du musst nach jeder Fuhr in die Zentrale zurückfahren. Was ich mich ja frage, ob das die Airport-Treiber tatsächlich tun. Weil man, der holt mich im Flughafen an, führt mich nach Pressbaum und theoretisch müsste er da wieder am Flughafen zurückfahren, weil dort ist ihr Headquarter, glaube ich, oder ich weiß nicht, wo das ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das tun. Ja. Also in der heutigen Zeit mit computergesteuerten Flotten, das tut ja keiner mehr. Ne? Gut. Also das zu dem Thema. Ich glaube aber, dass das ganze Uber-Thema nur eine Zwischenlösung ist. Weil ich glaube, in Wirklichkeit hat Uber geplant, dass in die Fahrzeuge keine Fahrer mehr sitzen. Also das, was da momentan mit Otto Normalverbraucher versucht wird, und ich habe mit dem Uber-Geschäftsführer mal geredet und der hat gesagt, eigentlich geht es uns nicht um die Taxis, uns geht es eigentlich darum, Österreich flächendeckend mit Mobilität zu versorgen. Und das kennen wir eigentlich momentan nur, wenn Otto Normalverbraucher Auto fährt. Weil im Pressbaum draußen haben wir blöderweise nur ein einziges Taxiunternehmen. Und wenn ich mich im Pressbaum draußen nicht von einem Wiener, sondern vom Lokalen abholen lassen möchte, dann muss ich das ein, zwei Tage vorher anmelden. Eh klar, der hat, weiß nicht, zwei Autos und der ist ausgebucht mit seinen Fahrten. Ne? Und ich kann im ländlichen Bereich einfach nicht flächendeckend Taxis anbieten. Geht nicht. Wenn wir uns aber überlegen... Also meine Erfahrung ist, es geht wunderbar. Ja, also ich im kleinsten steirischen Kaff anrufen, nach 10 Minuten ist man abgeholt. Also bei uns draußen no way, außer aus Wien. Ja, also wir haben Taxi Venus heißt es bei uns im Pressbaum. Wenn du anrufst und sagst, die braucht die, sagt er, ja, morgen um 3 könnt ihr die anholen. Und ich meine, wir sind ja wirklich nicht in der Pampas. Ja. Also ich bin mir sicher, dass die Erfahrung durchaus auch woanders möglich ist. Natürlich kann ich mir jetzt aus Wien ans Aussehen holen, aber natürlich zahle ich dann die Anfahrt wiederum und es wird teuer natürlich. Gut, also ich glaube, dass das ganze Thema dahingehend wird, dass Uber quasi irgendwann einmal mit selbstfahrenden Autos unterwegs sein wird und dass wir die Diskussion, die wir jetzt führen, dann eh nicht mehr führen, weil es wird keine Taxifahrer mehr geben. Das wird in Wirklichkeit das Ende sein der Geschichte. Ja, weil, das Energieproblem wird dann noch akuter. Ne? Weil dann die Kilometerleistung der Fahrzeugwende leichter an Verfügbarkeit wende besser. Dann lass das einmal weg. Das müssen ja keine E-Systeme sein. Das kann ja auch Brennstoffzelle oder von mir aus sogar ein Dieselmotor haben, das Fahrzeug. Es ist nicht abhängig davon, dass ich diese Dinge tue, welchen Antrieb das Ding hat. Es ist keine Frage des Antriebs, es ist eine Frage des Energieaufwandes. Nein, weil die Fahrzeuge fahren jetzt da. Wenn die Kilometerleistung steigt, dann brauchst du mehr Energie. Ne? Möglich, ja. Das klar, ist zu erwarten, ja. Das ist zu erwarten. Mal schauen. Ja. Zweites Thema ist, wenn das so kommt, und es gibt selbstfahrende Autos, würde ich noch ein Auto besitzen? Und ich glaube nicht. Weil wenn ich daheim im Pressbaum eine App habe, wo ich draufdrucken kann und sage, ich brauche in 10 Minuten ein Auto, das mir jetzt in die Firma bringt oder was auch immer, dann ist das ganze Investition in die Infrastruktur, die ich habe eine Garage gebaut. Ich habe die Karre da drinnen stehen. Wir haben zwei Karren, weil wir haben blöderweise keine öffentliche Verkehrsanbindung. Das heißt, meine Frau und ich brauchen jeweils ein eigenes Fahrzeug. Das ist ja alles Schwachsinn, was wir da treiben. Kostet einen Haufen Geld, aber in Wirklichkeit bringt uns das nicht wirklich weiter. Ich brauche in Wien wieder eine Garage, weil ich stehe dann in der Firma wieder dort in einer Tiefgarage drinnen.
Infrastrukturkosten bis zum Geldnehmer. Das ist alles eigentlich Quatsch. Also ich frage mich, was wir in Zukunft, wenn das Wirklichkeit wird, mit den vielen Garagenflächen machen. Partyräume. Ja, möglich. Ja. Also ich glaube, dass das dort hingehen wird. Ja. Weil für mich ist das Einzige, was es noch rechtfertigt, ein Fahrzeug vielleicht zu besitzen, ist, wenn man sich ein Cabrio kauft und im Wienerwald offen bei Sonnenschein spazieren fährt, solche Dinge, ja, wo ich sage, ich habe wirklich einen Genuss davon, mit dem Fahrzeug zu fahren. Die Frage ist eher dann, welche Düfte dann mit dieser Fahrt, mit dieser Personenkabine dann enthalten sind und wer die Fahrzeuge dann, dann wird es immer noch Argumente zu überlegen. Möglich, aber wahrscheinlich wird es dann eine, wie gibt es das beim Taxi, die Business Edition geben, die stinkt nie. Das ist auch ein falsches Argument, wo Leute sagen, ich steige da nicht da ein. Airport-Driver bietet dir an, ich hole dich mit der Economy Edition ab, das ist Skoda mit Stoffsitz und vielleicht ein bisschen abgewetzt, ne? Oder mit der Business Edition, Mercedes mit Leder und Duft. Aber auch in der Business Edition kann man aber vorher kurz sagen. Natürlich, ja. Beziehungsweise ist es ja noch ein interessanter Aspekt, im Moment soll das Carsharing. Damit sind wir wieder bei der Energieproblematik, ja, sehr energiemäßig ineffizient, ja, weil es in der Regel ja eine Person im Schnitt, vielleicht ein Schnitt von 1,5 Personen, wenn ich noch wieder von 2 mit, ja, von A nach B transportieren. Ja. So ein Auto hat aber 4 bis 5 Plätze, ja, im Endeffekt. Ja. Das heißt, wir haben eine Auslastung, also wenn man den Fahrer jetzt weglassen würde, automatisiertes Fahren, ja, haben wir eine Auslastung von 25%. Ja. Da ist jede, die Bürger am Stadtrand herumfahren, ja, die Busse sind da teilweise besser von der Auslastung her. Jetzt wird es aber interessant, wenn man jetzt also ein automatisiertes Fahren, die kommen wie Business und so weiter zu tun, wäre eine Variante, ne? Da gibt es einen Economy Service, ja, und da stimmst du mehr oder weniger zu, dass das Auto auf dem Weg, wenn du jetzt also nicht vom 22. Bezirk zum Einkauf auf den 12. Bezirk fährst, ja, dass dann am Weg halt ja, noch ein paar Leute zu schreiben, die das Auto voll ist. By the way. Sieger des Business Service, da zahlst du dann das Dreifache, aber du findest das Business Service. Wir haben ein Problem, das heute absolut ungelöst ist, und zwar vor allem, wenn es um den öffentlichen Verkehr geht. Denkt mal nach, wenn ihr irgendwie eine größere Zahl von Gepäckstücken, Werkzeugkisten, Ausrüstung oder Material für den Garten transportieren wollt, das so zu transportieren ist unmöglich, ist aber auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln unmöglich. Wieso ist es unmöglich? Jetzt schickt ihr eine Durchsage im Regionalverkehrszug, die werden Reisenden werden gebeten, ihre Einkaufssäcke nicht auf die Sitze zu setzen, sondern auf die Schürze zu nehmen. Nur wo soll es passieren? Ehrlich, zwei Dinge. Erstens einmal das, was du sagst, gibt es ja schon, weil Uber hat ja das. Uber wen? Sammeltaxi. Kannst buchen. Ja, also die haben das im Konzept schon drinnen. Und das zweite Thema ist, was spricht denn dagegen, dass ich mir in Zukunft bei selbstfahrenden Fahrzeugen, statt dass ich mir beim, weiß ich nicht, Kicker einen Bus ausburg, auf meiner App sage, ich brauche morgen um 5 Uhr einen Bus vor meiner Tür stehen und mit dem muss ich ein paar Sachen in mein Gartenhaus transportieren. Ja schon, aber da folgt diese Sammeltaxi-Philosophie dabei. Ich hole mir einfach das Fahrzeug, das für mich das Richtigste ist. Ich glaube sofort, dass das noch das Bessere ist, weil viele, die ein SUV oder ein Kombi oder sonst irgendwas fahren, den brauchen sie das ganze Jahr für 2 Fahrten. Aber das ganze Jahr steht er. Ja. Also unter das ganze Jahr. Nein, weil da kann ich genau sagen, ich brauche jetzt ein Fahrzeug, ich weiß nicht, ich hätte gern das und das, diese Dinge. Ja, ich muss 4 Koffer einstellen, weil ich zum Flughafen muss. Ne? Und dann kommt genau das Fahrzeug. Das passiert aber bei den Fahrtendiensten, by the way, auch bei den Taxis. Weil ein Taxi sagt, ja, ich muss zum Flughafen fahren und ich habe 3 Leute und 4 Koffer. Bitte schaut, dass man das richtige Auto schickt. So viel informiert wird, gibt es momentan keine rechtliche Möglichkeit, Güter und Personen gleichzeitig zu transportieren. Das wollte man nämlich vor einiger Zeit machen und da ist es gesagt, das ist gesetzlich gar nicht zulässig. Naja, als Personenbeförderungsgewerbe ist es natürlich nicht zulässig. Die Frage ist, was ist, wenn da plötzlich jetzt der Auto selber fährt? Was ist das dann? Naja, weil das ist allgemein. Gütet das Gewerbe dann noch? Müssen wir nicht ein bisschen was im Gewerbe ändern, wenn da keine Fahrer mehr drinnen sitzen? Ich meine, das ist dann, das haben Argumente, die gegen die Massenbeförderung in selbstfahrenden Autos sprechen. Ne? Weil wenn ich eine Ladung, Abfall von meinem Garten auf den Mist führen möchte, dann schaut das Auto entsprechend aus, dann muss ich ja stundenlang putzen, dass das dann wieder so ist.
Genau, und da gibt es dafür noch Abfalltaxis. Oder du, genau. Da sprechen wir jetzt aber von der großen. Oder du lässt da vom Gemeinde Miesplatz ihr selbstfahrendes Fahrzeug schicken, haust das, was am Miesplatz gehört, da rauf und es fährt wieder heim. Noch besser. Das war jetzt schon blöd, aber das ist so gut wie nicht organisiert worden. Also ich glaube, bei dem ganzen Thema selbstfahrende Autos, ich meine, ist ja auch einer der großen Brocken, die Kostenbrocken bei einem Taxi ist ja nicht das Fahrzeug und nicht die Fahrt, sondern nur die Person, die drinnen sitzt und fährt. Das heißt, diese Geschichte wird dramatische Kostenvorteile bringen für diejenigen, die Betreiber dieser Fahrzeuge sind. Weil da sparen wir, das ist der Punkt, ja. Was machen wir mit den Arbeitslosen? Weil wir werden. Also heute würde ich niemandem empfehlen, Chauffeur, Taxler, so irgendwas in die Richtung zu werden. Aber wir haben ja trotzdem eine ganze Reihe solcher Personen. Ich meine, das gleiche gilt ja auch für Lkw-Chauffeur. Ja? Also wir haben in Wirklichkeit ja ganze Berufsgruppen, die es wahrscheinlich irgendwann einmal, wir wissen nicht, wie viele Jahre es sein werden, aber dann nicht mehr geben wird. Die Frage, die wir uns als Gesellschaft überlegen sollten, ist, was tun wir mit den Leuten? Das wird eh nicht von heute auf morgen kommen, aber was haben wir denn für einen Plan für die? Aber schneller als was wir die Änderungen da bewirken können. Das ist das Schwierige. Ja. Das ist eine der Thematiken. Also wir werden auf jeden Fall zu viel Taxifahrer, zu viel Lkw-Lenker werden wir haben. Ja. Die Frage ist, die wirst wahrscheinlich nicht alle, gleich zu Programmieren machen können. Ein paar werden sicher dabei sein. Ja. Es wird aber natürlich, und das wird auch immer wieder gesagt, ja, aber das ist auch was seit Jahrzehnten passiert, diese Dinge passieren ja immer wieder. Die Automatisierung schreitet voran. Das ist ein Thema der Automatisierung. Ich automatisiere in Wirklichkeit einen Job weg. Ja, und das gibt es seit auch schon langer Zeit. Dafür gibt es andere Jobs, die neu dazukommen. Die anderen Jobs, die neu dazukommen, sind meistens höherwertige Jobs. Und immer weniger. Na? Na? Das hast du eben ja nicht automatisiert. Wenn man mehr Leute braucht, das voll und die vielleicht eine höhere Qualität. Nein, du, langsam. Wozu ist, da, ist ein Roboter erfunden worden? Ein Roboter ist erfunden worden, dass ich Schwerarbeit, die manuell durchgeführt wird, eine Maschine, mir die abnimmt. Dafür brauche ich nachher jemanden, also Dampfmaschine, ich brauche dann jemanden, der die Dampfmaschine baut. Ja, also es wird nicht weniger Arbeit im Normalfall, es wird höherwertige Arbeit. Und die Jobs, die jemand nicht machen möchte, fallen weg. Und dort habe ich das Problem, dass ich auch dort derzeit ja nur Leute drinnen sitzen habe, die natürlich nicht hoch ausgebildet sind. Ne? Es gibt eine ganz simple Geschichte, warum diese Dystopie, dass jetzt wir 100.000 oder Millionen von Arbeitslosen haben werden, wird durch die Digitalisierung möglicherweise nicht stimmt. Ich kann nicht sagen, dass es bestimmt nicht stimmt. Ja. Aber man braucht in die Geschichte zurückblicken. Ne? Also Industrialisierung und so weiter waren exakt die gleichen Diskussionen, die wir heute gehabt haben, wo man auch geglaubt hat, ne? Dass wie viele Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, die Manufakturen arbeiten und so weiter, werden jetzt nicht mehr gebraucht, ja? Weil jetzt kommt die große Dampfmaschine und die hat viel mehr Kraft und die wird alles machen. Ja? Ja. Im ersten Moment hat es tatsächlich mehr Arbeitslose gegeben, ja, aber der interessante Effekt, und das lasst die Volkswirtschaftlich nachlesen, ja, ist ja, dass ja die Produkte, ja, das passiert so lange, ja, solange die Produkte, die dadurch produziert werden, Luxusprodukte sind, dann gibt es Arbeitslose. Ja. Das, was aber dann passiert in einer weiteren Folge, dieser Kostenvorteil, ja, der durch diese Automatisierung in einem Produkt entsteht, ja, wandert relativ schnell an den Konsumenten nach unten. Ja, das heißt, das Auto, wenn man jetzt nimmt, das Auto, das heute, keine Ahnung, 20.000 Euro kostet oder so, ja, das durchschnittliche Auto, ja, wenn das jetzt 100% automatisiert oder ein Auto, das wäre das Beispiel, das wird so besser. Wenn man die Taxifahrt, ja, die heute durchschnittlich 20 Euro kostet, ja, kostet in einem autonomen Fahrzeug dann nur 5 Euro, ja, führt aber gleichzeitig dazu, ja, dass natürlich mehr Leute, ja, weil du gesagt hast, natürlich mit diesen Taxis herumfahren. Und die ja. Firmen auch schauen müssen, dass ihre Fahrzeuge im Moment Kilometerleistung bringen, damit die geringen Einnahmen wieder ausgeglichen werden. Ne? Ja, die Marge
Margen sind die gleichen. Ja? Die Einnahme durch die Margen sind die gleichen. Ja? Aber ich brauche natürlich mehr Autos, die hergestellt werden, die Autos müssen häufig gewartet werden, etc. Ja? Das heißt, durch diese Produktionssteigerung entstehen wieder an anderen Stellen unter Umständen mehr Jobs. Ich glaube, dass weniger Fahrzeuge deshalb gebraucht werden, weil ja immer 80% aller Fahrzeuge stehen. Es stehen immer 80% aller Fahrzeuge, es fahren nur 20%. Ja, gut. Mag sein, das ist vielleicht das Beispiel nicht ganz optimal, aber was ich eigentlich zeigen will, erklären wollte, dass durch diese Automatisierung ein Kostenvorteil entsteht, der an den Konsumenten weitergegeben wird und dadurch aber die Nachfrage wieder, und zwar sehr kurzfristig, ansteigt. Ne? Und dadurch unter Umständen, wir haben dann plötzlich dieses Geld ganz andere Dinge. Ja? Wir können häufiger zum Friseur gehen oder was auch immer. Ja? Das heißt, darum, dieser Effekt lässt sich nachweisen. Das ist genau der Effekt, der in der Industrialisierung passiert ist. Ja? Was man natürlich aufpassen muss, ist, das sind wir jetzt, beim Thema natürlich auch Gewerkschaften oder sonstiges, dass der Kostenvorteil, dass sozusagen dann gesagt wird, du hast weniger Arbeit, oder du holst deine Arbeit nicht mehr so schwer, deswegen zahle ich dir weniger Löhne. Ja? Sondern das ist der entscheidende Faktor, dass man diesen Gewinn, der dadurch entsteht, sehr gerecht verteilt. Wo sie dann die graue Arbeit haben? Dann glaube ich mal, dann wird es auch alle für alle geben. Wenn ich diesen Gewinn gleichmäßig verteile auf die Bevölkerung, entstehen der Konsumation in anderen Bereichen, persönliche Dienstleistungen, und da wird wieder genug Arbeit. Ja. Ist eine reine Prognose, glaube ich, von mir. Ja. Aber wie gesagt, das ist historisch belegt. In der Entwicklung gibt es auch genug Arbeit, aber trotzdem haben die Bevölkerung. Das gleichmäßige Verteilen wird das Problem sein. Das ist eine politische Frage, aber das ist nicht die Steuer. Aber das ist natürlich eine politische. Gut, eigentlich bin ich am Ende. Wir haben hier viel länger gebraucht, als geplant war, aber wir haben viel zwischendurch diskutiert. Also ich glaube, die Zeit ist in den Diskussionen darunter gegangen. Da brauche ich es noch mal, weil mir ein Aspekt die ganze Zeit fehlt, nämlich Vernetzung ist ja nicht nur von autonomen Fahrzeugen, sondern auch Mobilitätssysteme. Gibt es ja verschiedene. Es gibt das mobile Fahrzeug, also das individuell mobile Fahrzeug, das autonom oder von gelenkt vorhanden ist. Also es gibt die Öffis, es gibt das Fahrrad, es gibt eben das Carsharing, und das Ganze ist keine so große Zukunftsmusik, sondern das ist das, was jetzt sich abspielt und wo jetzt die entscheidenden digitalen Dinge passieren, dass die Verkehrssysteme untereinander vernetzt, mit dem Faktor Mensch ganz, ganz große Chancen anbieten, genau das Energieproblem, das Umweltproblem zu reduzieren, einfacher zu machen, indem ich gezielt genau das immer nutze, was optimal meinem aktuellen Bedürfnis entspricht und nicht immer mit dem SUV oder auch dem Billig-Skoda oder Dacia oder was auch immer, aber eingebunden an das eine Fahrzeug, sondern optimal das nutze und ich damit durchaus Fahrzeuge einsparen kann und Energie einsparen kann und damit auch Umweltbelastung einsparen kann, bei einem gleichzeitigen sozialen Gewinn, bei einem gleichzeitigen sozialen Gefahr, weil genau das, was Kollege Rüss angesprochen hat und wir haben ja schon gesprochen wurde, jede App sammelt Daten. Ja, und wenn ich in Rom jetzt vorige Woche auf Urlaub war und ich, dann weiß Google, in welchem Hotel ich bin und sagt mir, ohne dass ich nachfrage, wie ich am besten zum Bahnhof komme. Weil es weiß, dass dann mein Ticket gebucht ist, bietet mir aber auch eine Mitfahrmöglichkeit an, nicht Uber, sondern es ist eine Mitfahrzentrale in Rom eingebunden in die Google-Verkehrswegplanung. Ja, ich hätte es gerne ausprobiert, das ist von der Zeit nicht ausgegangen, weil die Verbindung war nur eine Stunde später eine Mietmöglichkeit angeboten. Aber das sind Chancen, aber eben auch Risiken, die sehr, sehr präsent sind und die durch autonome Fahrzeuge neue Dimensionen bekommen, neue Fragestellungen. Aber ich glaube, die großen digitalen Chancen in der Gesellschaft, die großen Chancen für die Gesellschaft sind diese digitalen Möglichkeiten im Zusammenhang mit Mobilität. Darf ich da noch was einbringen dazu, was unmittelbar auch mit der Mobilität und der Digitalisierung zu tun hat, ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, nämlich den ruhenden Verkehr, der eigentlich mit allem, was heute vorhanden, technologisch vorhanden ist, auch schon mit den besseren Handys,
durchaus in Applikationen verbunden werden könnte, die einen ungeheuren Vorteil für eine bessere Verteilung der Parkplatzsituation, für eine bessere Verteilung und Unterscheidung nach geografischen, topologischen Gegebenheiten, sowie als den Bedarfen, die ja von Anrainer bis zum hereinkommenden Touristen bestehen und unterschiedliche, sagen wir mal, Tarifierungen ermöglichen können. Alles das gäbe es, wie gesagt, ich habe da also schon eine Petition eingebracht und eine Bürgerinitiative am Laufen, weil es in naher Zukunft schon in diese Richtung gehen wird und dass wir in dieser Stadt nicht das alles wieder einmal verschlafen, sondern uns dann wieder irgendwelche ausländischen Geschichten um horrendes Geld kaufen müssen. Wäre es sehr interessant für mich, wenn jemand da noch gerne mitmachen würde, wenn Sie mir Ihre Adresse geben, ich würde dann Sie anschreiben, natürlich in dem Fall auch digital sinnvollerweise, und einladen zu Diskussionen, beziehungsweise durchaus auch mit daran mitzuarbeiten, dass dieses Bewusstsein auch in unsere Stadt, Väter und Mütterschaft übertragen wird. Eine Frage hätte ich noch. Welches Interesse sollte die Fahrzeugindustrie haben, an einer Entwicklung mitzuarbeiten, die dazu führt, dass sie weniger Fahrzeuge absetzen? Dass sie am Markt bleiben. Ja. Schau dir mal den Beginn meiner Präsentation an. Die Antwort ist relativ einfach. Gibt es die morgen noch oder nicht mehr? Das ist der Punkt, was der Jan auch gesagt hat. Die Tele sind eigentlich schon altbekannte Angelegenheit und funktionieren oft relativ lang. Ne? Die Generation ne? Kauft einfach kein Auto mehr. Ja. Schau die Frage ist die Industrie an. Was ist das Mission-Statement von einem Autohersteller? Ja? Ja, das Mission-Statement von Autohersteller ist nicht, Autos zu produzieren oder nicht, Leute zu bringen. Das war es einmal. Es ist von einigen Herstellern immer noch das Mission-Statement, aber das sind die Entwicklungen verschlafen werden. Das Mission-Statement von einem Autohersteller ist es, ja, Produkte zu haben, ja, mit denen die Menschen, mit dieses Freiheitsversprechen des Automobils, ja, möglichst individuell und frei von A nach B zu transportieren. Ja. Ob ich ihnen dabei ja, ein Auto verkaufe, ja, oder eben wie es BMW, wie es Mercedes macht, ja, jetzt massiv in den Carsharing-Markt zum Beispiel investieren, ja, das ist eben, das fällt genauso das gleiche Mission-Statement hinein. Ja, und letztlich geht es darum, ja, wie du schon gesagt hast, nicht, damit die Leute überhaupt noch, damit die überhaupt noch im Geschäft bleiben. Ja, ja. Also das hat uns auch ein Autohändler erzählt, also ein Verkauf des Autos selbst. Also sein großes Ansinnen ist, den sozusagen gewinnen mit allen möglichen, dass er das Service Pay macht. Winterräder gratis, Einstellen etc. Also am Verkauf. Ja gut, das wird ja noch genauso immer mehr passieren, wenn Fahrzeuge autonom. Du hast eine andere Betreuung der Autos, die auf der Straße sind. Dann sind es halt die digitalisierten Autos, du bedürfst was anderes, weil einer, der heute Mechaniker werden möchte, der eigentlich nicht mehr im klassischen Sinne Mechaniker, sondern der muss schon andere. Weil das Fahrzeug nicht 80% der Zeit steht, sondern nur mal 20% braucht noch mehr Service. Ja, also der Hemmler verdient an einem Smart-Car2Go noch umfährt, ja, über die Lebensdauer von dem Ding mittlerweile jetzt schon mehr als einen Verkaufsstand. Da gibt es einen direkten Vergleich. Ja. Gut. Okay. Also ich sehe einfach eine große Chance und da pflichte ich auch hierbei. Ich glaube, ein großes Einsparungspotenzial gibt es sicherlich auch noch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn das koordiniert wird, beziehungsweise meine Frage, die ich mir immer stelle, und ja, ich auf deinen Artikel habe ich ja geantwortet. Für mich ist es unerklärlich, warum eigentlich die öffentlichen Verkehrsmittel auch nicht attraktiver gemacht werden, indem ich ganz einfach sage, auch dort kann ich Kosten einsparen, weil es wundert mich immer, dass man davon spricht, ich lasse ein Auto auf der Autobahn autonom fahren. Aber eine Bahn, die eigentlich auf Schienen fährt und wo mit der gleichen Technologie wahrscheinlich jedenfalls schauen könnte, ob jemand auf den Schienen sitzt oder nicht, einfach das automatisieren, das wäre wirklich sehr einfach. Ja, ich kann so uns nicht und könnte dann eigentlich hergehen und könnte sagen, ich könnte die Intervalle verkürzen
mit kürzeren Intervallen, und das merke ich bei mir selbst, wird das Verkehrsmittel wesentlich attraktiver, weil ich nicht mehr eine halbe Stunde, sondern eine Viertelstunde auf die S-Bahn warten muss. Und auch mit diesen ganzen Initiativen, zum Beispiel in Wien, anzuzeigen, wie lange dauert es noch, bis die Straßenbahn kommt. Das finde ich ist ganz aber ein ganz toller Komfortgewinn, weil dann kann ich im Winter, wenn du Wind bläst, sagen, aha, 11 Minuten oder ja, am Abend 12 Minuten, da kann ich auf einen Kaffee gehen oder irgendwo anders hingehen oder mal eine Wurstzimmer kaufen. Aber ich glaube, all diese Maßnahmen, die die Digitalisierung da bietet, ja, die müssen ausgeschöpft werden. Und auch die Automatisierung von U-Bahn und anderen damit verbundenen Kosteneinsparungen sollte man reinvestieren, um diese öffentlichen Verkehrsmittel halt attraktiver zu machen, indem halt die Intervalle verkürzt werden oder dass ich meinen garantierten Sitzplatz auch habe, wie ich es jetzt in einem Auto auch habe oder in einem Taxi oder in einem Uber-Taxi. Mit diesen Maßnahmen, glaube ich, könnte man da wirklich sehr viel noch einsparen oder das Gesamtenergieproblem auch. Zwei Drittel der Bevölkerung sind nämlich von der berühmten öffentlichen Verkehrsmittel derzeit ausgeschlossen. Und das muss man ja auch reden. Ne? Die alten Leute, weil sie zu gebrechlich sind und zu wohlhabend sind, um diese Fahrzeuge zu nutzen zu können. Oder wenn der Koffer da oben jemand hat, der den Koffer dann irgendwo unterbringt. Ja? Und die Jungen alle, weil die werden zum Beispiel von den Bahnsteigen verblasen. Ne? Also wer bleibt da noch immer? Die Geschäftsleute mit dem Trolley, dafür viel mehr Platz haben sie, der Reisezüge nicht mehr, weil die fahren sowieso mit ihren Dienstkraftfahrzeugen. Ne? Mein Gott sei Dank ist nicht ganz so krass, aber so ungefähr kriegt man es momentan fast da getätigt. Ne? Wobei ich persönlich jetzt im Thema öffentlicher Verkehr meine, der ist ja im Grunde bezüglich Attraktivität ja nett, aber im Wesentlichen ist er äußerst unattraktiv. Also ich nehme zwei an. Unattraktiv ist er gar nicht so, aber ineffizient. Ja. Weil wir haben im 22. Bezirk, ja, wenn man dort wohnt, und am Flächenbezirk im 23., im 10., in Teilen ist es genauso in den Flächenbezirken, ja, wenn man anschaut, ja, ein Großteil der Buslinien dort, ja, kurft im Wesentlichen den ganzen Tag und den ganzen Abend mit einer maximalen Durchschnittsauslastung von 10% um und um. Ja. Wie würde man da die Effizienz steigern? Es gibt so eine TU-Studie, sogar vor ein paar Jahren, ja, dass in Wahrheit so ein Bus, ja, dass der gesamte öffentliche Verkehr in Wien, ja, wenn man das auf Personenkilometer umrechnet, also wie viele Personen sich tatsächlich transportieren. Ja, weil es wird ja immer gesagt, ne, produziert die mehr Schadstoffe und Feinstaub, ja, als Personenkilometer bei Individualverkehr. Ja. Das ist nämlich ganz interessant, weil die sagen immer, ihre tolle Umweltbilanz von öffentlichem Verkehr entsteht nämlich nur dadurch immer, ja, dass sie nämlich die Kapazität im Verhältnis setzen, ja, zu ihrer Umweltbelastung. Ja. Aber nicht die tatsächliche Auslastung, ne? Das ist eben ein bisschen ein Unterschied. Ne? So, das heißt, der Staat, ja, diese ganze, durch das Argument für den öffentlichen Verkehr, das Hintergrundargument, ja, ist nach jetzigem Stand der Technik, ja, ist im Grunde äußerst schwierig. Ja. Weil du es nur für Schienenverkehrsmittel nicht einmal da, weil die produzieren auch eine viel Feinstaub und so weiter. Ja, aber nur wenn du Abbremsen und Hochzufahrt. Der Schienenabbruch ist nicht zu unterschätzen. Und die und der Punkt ist, dass sie, das Interessante ist bei den, worauf ich jetzt hinaus will, dass man jetzt überlegt, wenn man jetzt den ganzen Autonomen, es gibt einmal, ich habe mal irgendwo gelesen, ja, man könnte die gesamten Mobilitätsbedürfnisse der Stadt Wien, ja, mit 200.000 autonomen Fahrzeugen abdecken. Ja. Also alle, die jetzt in die mit dem Fahrrad oder zu Fuß gehen oder mit öffentlichen Verkehr, ja, 200.000 Fahrzeuge braucht man dazu. Ja. So, wenn man das jetzt mal umrechnet, ja, erstens einmal tatsächlich man dafür genug, weil in Wien sind derzeit 800.000 Autos ungefähr zugelassen, das heißt, das ist nur ein Viertel von dem, was derzeit zugelassen ist. Ne? Wir hätten auch keine Staus mehr, weil wir könnten die ganzen Parkflächen, Parkspuren, das sind 15% der Straßenfläche, sind Parkflächen, also sind fürs Parken vorgesehen eigentlich. Ne? Wenn wir die alle in Fahrspuren waren, weil wir ja gar nicht mehr so verstehen müssen, ja, ist auch die ganze Stauproblematik großteils gelöst. Ne? Und wenn man jetzt das überlegt, ja, die ganze Geschichte, 200.000 Fahrzeuge, Google hat gesagt, ihr Auto kostet 20.000 Euro, diese Masse produziert, circa, ja, wäre das eine Investition, wenn man es nicht verrechnet hat, ja, von rund 2 Milliarden Euro, ja, für das, ja. Wenn man jetzt ausgeht, der Betrieb kostet das gleiche wie beim öffentlichen Verkehr, ja, was ich für realistisch halte, ja. Dann heißt es, ja, dass eigentlich, wenn man sich überlegt, was hat die Verlängerung von der U1 nach Oberlage gekostet? Ich glaube, ein zigfaches. Ja. In 2 Milliarden Tonnen ist die Stadt Wien gerade mal, ja, die Strecke von der U5, ja, diese zwei Stationen, ja, kosten 2 Milliarden. Ja.
Aber nur, das ist eine grundsätzliche verkehrspolitische Diskussion. Das ist eine grundsätzliche verkehrspolitische Diskussion. Ihr seid so mitten quasi in der Diskussion. Ja, sorry, ja. Ich würde vorschlagen, dass wir Sie an diesem Punkt den offiziellen Teil beenden. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat gefallen und auch die Diskussion dabei. Für diejenigen, die noch nicht Mitglied bei uns sind, wir laden Sie natürlich gerne ein, bei uns Mitglied zu werden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist vollzahlendes Mitglied, 100 Euro im Jahr. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann es oder will man es nicht leisten, 50 Euro im Jahr. Und dann gibt es noch Firmenmitgliedschaften, aber die möchte ich jetzt oder in dem Kreis nicht aufzählen. Thank you.